Hereinspaziert, hereinspaziert! Nee, warte, das geht nicht. Was nehme ich denn stattdessen? Auf Play gedrückt und willkommen zur Spore-Folge A100. Wow, ich hätte nie im Leben gedacht, dass wir mit einem Spiel wie Spore es wirklich zustande bekommen, 100 ganze Folgen auf die Reihe zu bekommen. Ich muss sagen, wow. Gut, ich glaube, die Hälfte davon ist eh Weltraum, aber pff, egal, Abenteuer ist Abenteuer. Ich hätte echt nie gedacht, dass wir so weit kommen. Ja, Folge 100, ich bin platt, ehrlich gesagt. Ich hätte es echt nie gedacht. Ich war wirklich gedacht, Spore, ja, so ein kleines Spielchen, kurze Zivilisation oder sowas erstellen, da geht vielleicht so 30, 40, maximal 50 Folgen. Waren meinen damaligen Berechnungen. Jetzt spiele ich und bin bei Folge 100 angekommen. Was ist das? Wow! Selbstverständlich, wird das eine Special-Folge. Das heißt, wir machen eigentlich alles, was wir immer machen, aber wir werden... Aber die Folge wird keine 15 Minuten gehen. Sie wird definitiv mehr gehen. Weniger. Na gut. So. In Spore. Wir haben letztes Mal in der letzten Folge, in der Folge 99, die Groks. Oder nee, das waren nicht die Groks. Das waren die Golga endlich vernichtet. Die Groks sind ja schon lange verschwunden. Ich wusste gar nicht, dass ich das kann. Das ist ja cool. Hui. Sieht ja geil aus, wenn die auch noch unterschiedliche Ebenen haben. Guck dir das an, ey. Aber ich arbeite lieber mit geraden Karten. So. Wir waren hier und müssen jetzt noch alles abklappern, um Gewürze zu sammeln und anschließend auch gleich weiter zu verkaufen. Aufgeladen haben wir alles, deshalb düsen wir jetzt erstmal hier zum Ersten und holen uns Gewürze. Und dann holen wir uns nämlich Geld und von dem Geld kaufen wir uns hübsche Sachen und dann werden die Flattermänner fertig gemacht. Hihi. So. Wir haben jetzt das mal wunderschön abgesahnt, muss ich ja gestehen. Wir haben... Boah, das war ein Traum, wie wir alles zerstört und vernichtet haben. Ah, es hat mir richtig gut gefallen. Ich muss gestehen, ich habe mich so gefeiert. Es war einfach wunderschön. So, ich würde sogar sagen, wir sind die mächtigste Macht mittlerweile jetzt hier im Universum, ne? Weil ich glaube, keine andere Macht hat erstens so viele Verbündete und zweitens auch so viele Kolonien wie wir. Würde ich jetzt mal so hieb- und stichfest behaupten. Muss nicht richtig sein, aber ist ja möglich. So, dann noch zu den letzten Leuten auf Kara oder sowas, wo das Symbol immer noch steht für Eroberung, obwohl es gar nicht stimmt, weil wir schon längst erobert haben, aber... Ich glaube, die kommen einfach nicht hinterher. Das ist alles. So. Gut, dann mal schnell wieder zurück zum Ausgangspunkt. Das ist ja der jetzt hier. Hallo. Geh mal Hause. So, dann klappern wir jetzt mal die Seite hier ab. Ich muss ja immer gucken, welche Seite klappere ich ab, welche nicht. Das ist ja wirklich ganz kompliziert. So, die holen sich nichts mehr. Vermutlich haben die keine Fabrik mehr. Aber ich bin gerade viel zu faul, um das jetzt auch noch zu berichtigen. So. Dann mal hier hin. 5 Stück. Super. Und hier holen wir auch noch gleich 5 Stück. Zack. So, holen wir uns die nächsten. Wen haben wir jetzt hier noch auf der Karte stehen? Oh, hier ist noch einer. Ist das auch schon eine Kolonie? Nee, nur kaufbereit. Na gut. Vielleicht kaufen wir uns sogar mal ein System heute. So, zur Feier des Tages, muss ich mal überlegen. Kommt drauf an, wie viel Geld wir gleich verdienen. So. Dann noch zu den Kollegen mit den roten Gewürzen. Besser als nix. Danke. Und dann geht's auch weiter. Und zwar zu denen da oben. Oh Gott, die haben auch gelbe Gewürze. Ich musste ja unbedingt einen Planeten am Arsch der Welt holen, ne? Unbedingt, unbedingt, unbedingt. Ich wollte es ja. Ich wollte es. Das hat mich damals geritten, so weit weg eine Kolonie zu gründen. Ich verstehe es bis heute nicht. So, die sind, glaube ich, auf Kurs 2 immer noch nicht wirklich freundlich irgendwas zu machen gesinnt, ne? Nee, immer noch nicht. Terrafgott zu niedrig. Mir auch egal. Diese Krise auf Kurs 2, die bleibt erstmal ungelöst. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Lust, mich damit noch zu beschäftigen. So, wenn wir schon gleich hier sind, klappern wir ja unsere ganz unteren Kolonien doch auch gleich mal ab. Schaden tut's sicher nicht. So, auch gleich 5 Stück. Super. Und was haben wir noch? Hier können wir noch blaue holen. Sehr schön. Komm, gib mal. Auch wieder 5. Das sind aber eine Menge Gewürze eigentlich, ne? Wenn ich so angucke, die gelben, 50 Stück. Pff, mach das mal einer nach, du. So. Ah, hier ist nichts. Schade, die haben noch nichts. Die haben wahrscheinlich auch keine Fabrik, aber... Pff, mir wird so egal. So, Zimmer haben wir super gut geschützt. Ist ja so. Also den Planeten haben wir aufgeforstet mit der Superwaffe. Da kann mir keiner mehr das Wasser reichen. Und ansonsten hatten wir hier nicht noch irgendwie gerade noch einen Punkt, den wir hätten erobern können oder so? Den wir hätten erobern können. Was unsere Kolonie war, anscheinend ja nicht. Ich hätte schwören können, dass, naja. Waren wir bei Skula schon? Weil ich weiß, dass wir den Zweig schon abgezweigt haben. Ich weiß nicht mehr, ob wir bei Skula waren. Ja, waren wir schon, okay. So, dann handeln wir mal mit unseren Mitmenschen. Wo waren denn die Kollegen, die auch noch was hatten? Die waren es nicht, die. Ha, da, Lies. Wie viel zahlt ihr mir denn? Wofür, Freunde? Ist doch schon ganz schön zu handeln.
So, Hallöchen, Handel, wie sieht's aus? 45.000, ja, ich kann sowieso nie mehr für sowas verlangen. Nein, 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 18.000 ist zu wenig, nein. Okay, ihr seid definitiv beschissen, Leute. Euch mag ich nicht mehr. So, suchen wir uns die nächsten. Nee, aber komm, im Handeln war das jetzt echt schlecht. Also, so geht's ja nun auch nicht. Müssen wir ja schon was bieten, ne? So geht's ja nicht. So. Die nächsten Freunde, wen haben wir denn hier? Simulipe, was wollt ihr mir denn abgeben? 20.000 für die nehme ich an. Und 17.000 für die blauen? Nee, da lasse ich es lieber nochmal, da warte ich lieber. So, wen haben wir noch? Die hier, die mit den roten Gewürzen. Die müssten eigentlich auch eine Menge abgeben. Soweit ich weiß, haben die eh nichts. So. Hallöchen! Handeln, wie viel wollt ihr mir zahlen? 11.000, 12.000? Nö, das könnt ihr voll vergessen. Ansonsten habt ihr auch nichts Wirkliches. Doch, Alliierten-Reparaturen habt ihr. Dann nehme ich hier wieder 4 Stück mit. Danke! So. Wen haben wir noch? Guck mal, bei denen können wir vielleicht noch gucken gehen. Hallöchen, Hallöchen. So, ihr habt gelbe Gewürze. Zahlt ihr mir denn gute Preise? Oh, Alter, 16.000 für die. Geh weg, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Und 30.000 für die, sehr, sehr gerne. So, jetzt muss ich noch die gelben und die blauen loswerden und dann bin ich eindeutig fröhlich gestimmt. So, Simulipe waren wir schon. Bei denen waren wir, glaube ich, noch nicht, oder? Oder waren das gerade die gleichen? Waren das die gleichen? Ja, sind die gleichen. Verflixt. Wo sind denn die einen? Diese... Ich bin so hyperintelligent und die Logik des Menschen ist höher als meine. So. So. Ihr habt gelb. Na gut. Ja, ihr zahlt aber trotzdem beschissene Preise. Muss ich euch mal so sagen. Ja, stimmst du mir zu, ne? Ja. Arschloch. So. Oh nein. So, wen haben wir denn noch? Zivilitoren waren wir schon. Bei den Kollegen waren wir auch. Ach komm, gehen wir einfach hier hin, ich hab Langeweile. So. Brauche unbedingt ein paar Käufer, sonst ist ja alles ein bisschen. Hallihallöchen, handeln. Tust du auch nicht wirklich zahlen, wa? Also für die Gelben möchte ich schon mindestens 20.000 sehen, sonst kannst du knicken. Wie sieht's bei euch aus? Vielleicht will ja eine meiner Kolonien ein bisschen was abkaufen, das ist ja auch möglich. Hi. Schön von dir zu hören, Captain. Unsere Kolonisierung des Planeten Urania schreitet gut voran. Mehr Gebäude würden allerdings unsere Produktivität noch steigern. Ja, du kannst mich mal an der Kloake lecken. So. Oh Gott, ey, ich bin eklig. So, mal gucken, wo wir hier noch was loswerden. Hier hätten wir auch noch welche, ne? Wie sieht's aus? Ihr zahlt auch beschissen. Leute, könnt ihr euch bitte mal angewöhnen, besser zu zahlen? Oh, jetzt zahlt ihr echt grauenhafte Preise. Grauenhaft. Sowas kaufe ich doch nie. Wisst ihr das nicht? Habt ihr das immer noch nicht gelernt? Hallihallöchen. Wie viel zahlt ihr mir denn? Ja, 14.000 ist mir auch ein bisschen billig. Also, muss ich ehrlich gestehen. Für die Gelben? Nö. Mann, wer hatte mir denn für die Gelben so super Preise gemacht? Irgendeiner hat mir richtig Schotter bezahlt. Ich weiß echt nicht mehr, wer das war. Das war, glaube ich, irgendein Stern, der mir so gute Preise gemacht hat. Ich muss mal gucken, ob es irgendeinen Stern gibt, der vielleicht doch wieder so gnädig ist. 4.000, 5.000? Nee. Nö, kannst du knicken. Ach, Mann, ha? Ich gehe jetzt mal hier rum und dann gehe ich mal Richtung Heimatplanet oder Richtung der Kolonie und dann wieder zurück. Vielleicht finde ich da irgendwo einen guten Käufer. So, Hallöchen. Wie sieht's aus? Kannst du mir was geben? Handeln? Nee, auch beschissene Preise. Kannst du auch vergessen. Weil das sind ja alle kompliziert, ey. Die stellen sich alle an, das ist unglaublich. Zahlt doch einfach Geld, meine Fresse. Hallihallöchen. 12.000 ist mir auch zu wenig. Ich will schon ordentlich Schotter, sonst kannst du es knicken, mein Freund. So, wie sieht's denn bei euch aus? Ihr habt ja eigentlich nur blau, ne? Vielleicht zahlt ihr ja für gelbe Gewürze sehr gut. Was? Außerirdische greifen mich schon wieder an. Ach Gott, das war ja klar. Hi. Wie viel zahlt ihr für was? Ja, hier, komm, hau ich das weg. Das war's auch schon. So, wer macht sich denn wieder wichtig? Wer macht sich wieder wichtig? Die hier? Ach, Kaius, siehst du, ich wusste, ich hab da auch noch so irgendwas. Ach Gottchen, ich komm ja schon. Huch, hallo. Ich komm ja schon. Huch, lass uns mal gleich dahin. Ach, das ist direkt daneben, wa? Dann haben wir da ein paar Problemchen gehabt. Na gut. Ach, Mensch. Ach, Gottchen, Leute. Ihr Flattermänner, ihr müsst mich doch nicht ständig angreifen. Ihr müsst nicht so ständig eure Aufmerksamkeit auf mich ziehen. So, Hallöchen. Noch einer? Nö. Aber hier haben wir noch einen. Hallöchen. So, noch einer. Hier hinten fliegt noch einer gefährlich nah an meinem Städtchen rum. Das kannst du nicht auch vergessen, dass du mir so nah hier rumfliegst. Hallöchen. Oh, ihr habt hier kleine Freunde, die ein bisschen Ärger machen wollen. Haben wir noch so einen Kollegen gehabt, oder? Ne, haben wir nicht. Na gut.
So, der hier muss aber zuerst leiden. Stirb! So ja nun nicht. Na komm, verreck doch, verreck doch, verreck doch. Danke. So, jetzt haben wir hier aber noch einen Kollegen. Hi, mein Freund. Hello, my friend. Machen wir mal zuerst deine Minischiffe fertig hier. Zack. Zack. So, alle tot. Und dann haben wir noch das ultimative Ding. Stirb ebenfalls. Stirb. Ach, hier haben wir noch ein paar kleine, wa? Ein paar Kämpfer. Na dann komm mal ran hier, du kleiner Kämpfer. So, jetzt machen wir den auch noch fertig. Leute, greift doch mal an. Meine Fresse, ey. Die haben aber auch Verständigungsschwierigkeiten hier. So, jetzt haben wir hier noch einen. Dann würde ich sogar fast sagen, war es das schon fast. Nee, aber nur fast. Ey. Lauf nicht weg, du Arsch. So, Angriff. Und tot. Und dann haben wir noch eine Angriffsflotte. Und zwar da oben. Da geht's auch noch hin. Hi, eine Angriffsflotte. Wie sieht's aus? Habt da Lust, ein bisschen zu spielen? So, stirb mal. Stirb mal. Stirb mal, haben wir noch einen. Oh, da hinten fliegt gerade einer weg. Vielleicht erwische ich den ja noch. Hallöchen. Und dann stirb du auch noch mal schnell hier. Zack, 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 zack und weg. So, haben wir den noch erwischt? Ne, haben wir nicht. Der will sich jetzt da hinten aufladen. Das kann er aber getrost vergessen. Der wird trotzdem fertig gemacht. Huch. Huch. Oh, das war's. Sehr schön. Hey, wir sind fertig. Zahlt ihr für irgendwas gut? Nein, natürlich nicht. Habt ihr vielleicht gute Sachen, die ich einkaufen kann? Nur eine Bombe, Alliiertenreparatur, kostet hier 40.000. Siehst du, Antimaterie-Rakete und der ganze Flunder ist ja auch noch. Hm. Zufriedenheitsverstärker und einfacher Frachtraum. Nö. So, hier gibt's aber Geld. Das Geld hätte ich auch ganz gerne. Ne, so ist es ja nicht. So, wo gab's denn die Geld? Holen wir uns das Geld. Tri, tra, tralala, Geld, 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 hurra, hurra. Da. Gib her. So. So, gab's hier hinten irgendwo noch Geld? Genau. Tra-ta-ta-ta-ta-ta. Hier gab's noch Geld. Mitten auf der Wiese. Mitten auf der Veranda. Dann gab's hier hinten irgendwo noch Geld. Hier hinten irgendwo, ne? Hier. In die Richtung, da unten gab's noch Geld. Das ganze Geld brauche ich, alles gute Fracht. Noch irgendwo? Oder war's das schon? Na? War's das oder nicht? Na, 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 na. Na, scheint's gewesen zu sein, alles klar. Gut, dann haben wir den Planet jetzt auch verteidigt. So. Sehr, sehr schön. Dann hatten wir, glaube ich, hier hinten aber noch ein paar Freunde, ne, die wir sowieso noch anfliegen wollten. Die sind nicht so geil, auf uns zu sprechen, da ist alles ein bisschen unbesetzt. Oh, was mit denen? Die sind gut, auf uns zu sprechen. Vielleicht haben die ja was. Hey Leute, habt ihr vielleicht so ein bisschen was für mich? Eventuell so auch zum Handeln, das ginge auch. Also, das wäre auch kein Problem. Hallihallöchen, Handeln. 5000, 5000, 5000, kannst du die in die Tonne kloppen. Also, bescheuert bin ich auch nicht. Haben wir echt keinen, der gut handeln kann, ey? Was habe ich hier für Idioten als Verbündete? Keiner will mir genug Geld geben für meine Gewürze, ist ja furchtbar. Da kriege ich echt das Heulen. Oh, 17.000. Na komm, ich glaube, besser wird's auch nicht. Also hauen wir 17.000 raus, kriegen wir immer noch eine Menge große Stangen an Geld. Oh, Plakette! Was für eine? Weiß ich nicht. Herzlichen Glückwunsch. Ich spiele jetzt manchmal ein bisschen kaputt, glaube ich, ne? Das zeigt mir nicht ganz an, welche Plakette ich so bekomme. So, gelbe Gewürze werde ich da nicht los, aber eventuell ja hier. Aber eventuell ja hier. So, Hallihallöchen, Hallihallöchen. Handeln. Nee, könnt ihr auch voll vergessen. Dann habt ihr alle gesoffen, oder was sind jetzt hier für Preise, die ihr mir anbieten wollt, ey? Ja, kannst mich mal. Also, es ist ja wohl unmöglich. Was für Preise, die mir hier andrehen wollen, das ist schlimm. So, die haben gelbe, die ebenfalls, die aber nicht. Und die auch nicht. Ich probiere es noch bei den beiden gelbe abzustauben, ansonsten gehe ich aufladen und wir holen uns die Flattermänner. So, Hallöchen, Hallöchen. 6000 kannst du voll vergessen. Ich bin auch nicht von vorgestern. Ich bin von vorgestern. Hahaha. Okay, das war ein schlechter Witz. So. Düt, 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 düt. Wo seid ihr denn? Hallöchen, Freunde. Wie sieht's aus? Zahlt ihr denn gut? Ja, wieso zahlt ihr alle kein Geld? Ich verstehe das nicht. Leute, könnt ihr mal anfangen, Geld zu zahlen? Was soll denn das? So, was mit euch? Ihr habt keine gelben Gewürze. Zahlt ihr bitte gut? Über 10.000. Böde, böde, böde. Böde, ihr habt kein Geld. Handeln. 12.000. Krieg ich da insgesamt 600? Ja, komm, dann nehmen wir halt das Geld. So, 2 Millionen. Das ist schon ordentlich, du. 2 Millionen kann ich sehen lassen. So, mal schnell nach Hause. So, dann bin ich dafür, dass wir jetzt... Hallöchen. Einmal alles aufladen, alles hübsch wieder machen und dann handeln wir ein bisschen. Let's go shopping. So, was können wir denn shoppen? Ah, nur eine Bombe? Nee. Antimaterie-Rakete, Antimaterie-Bombe. Nee, warte, bei den anderen war das aber billiger, ne? Bei anderen war das schon mal billiger, so ist es ja nicht. Na gut, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg und shoppen auch gleichzeitig noch ein bisschen ein. Shoppen mal ein bisschen ein, kann man das so sagen? Weiß ich gar nicht. Hallöchen, Hallöchen.
Ich wollte nur ein bisschen was kaufen. Vielleicht hast du ja was. Interstellarer Antrieb 4. Brauche ich ja nicht so zufrieden als Verstärker. Man platzieren, um seine Bewohner zufrieden. Damit seine Bewohner zufrieden bleiben. Ja, ist mir auch scheißegal. Kolonie und Fassbar-Paket. 112.000, ey, das kannst du mal vergessen. Brauche ich vielleicht noch irgendwelche Aufladedinger? Es geht eigentlich, ne? Also wäre schon nicht schlecht, aber es geht. Was ist denn bei denen hier eigentlich los? Hier ist irgendwie so eine Punktverbindung. Ich weiß aber gar nicht, welche und warum. Wenn ich so gucke... Ach, das ist die normale Verbindung, oder was? So, ich glaube, das meint die normale Verbindung. Sieht nur ein bisschen gekrüppelt aus. Na gut, da denn. So, habt ihr vielleicht noch ein paar gute Sachen, so Preise oder so, die ich holen kann, eventuell? Das kann ja möglich sein. Hey, ich will shoppen. Hast du was für mich? Interstellarer Antrieb. Nee, nicht so richtig, ne? Aber ich kann eigentlich hier kommen, ich nehme den interstellaren Antrieb mit und dann habe ich es auch. Dann habe ich jetzt da auf jeden Fall auch alles voll. Aber vielleicht können ja meine Kolonien mir ein bisschen was bieten, ne? Ist ja auch möglich. So, Zimmer mal auf jeden Fall ziemlich gut gesichert. Da haben wir ja den Multi-Super-Extra-Core-Ding. Ist ja auch schon heftig. So, Hallöchen, Hallöchen, handeln. Na, dafür zahlt ihr wenig, aber ja, aber klar. So, was habt ihr denn? Antimaterie-Rakete, kostet so und so viel. Das Lara Antrieb 5 gibt's auch. Oh. Also das ist Steigerungs... Das hat Steigerungspotenzial. Interessant. Kolonien fassbar geht 150.000. Aha, sehe ich so reich aus oder was? Nee, die Zahlen, die brauchen, wollen mir für alles zu viel Geld. Also ich glaube, meine Kolonien, die wollen echt nur Geld von mir abzocken, ne? Das geht ja gar nicht. So, probieren wir noch bei denen zu shoppen und dann einen Angriff. Und dann holen wir uns mal wieder einen Planeten. Hallöchen, Hallöchen. Heartbreaker möchte hier landen. Oh, 26.000. Sehr gerne sogar. So, was habt ihr denn da so? Monolight. Auf einem Stammes- oder Zivilisationsblase eine... Ach nee, das ist blöd. Kreaturenoptimator. Das ist alles so kleine Sachen hier, ne? Ah, Kolonie- und Fassbar-Paket habe ich schon für 75.000 gesehen. Auf einem Planeten platzieren, um dort seine Kolonie optimal zu schützen. Das Lara Antrieb 5. Oh, 1 Million kostet der. Könnte ich mir rein theoretisch ja leisten. Will ich das denn? Interstellarer Antrieb 5. Wollen wir das machen? Ich glaube, wir brauchen das eigentlich nicht, ne? Ich hole mir auf jeden Fall schon mal nur eine Bombe. So. Haben wir das nämlich auch erstmal abgegradet? Ja, wollen wir nochmal bei denen gucken und dann würde ich sagen, holen wir uns mal einen Planeten der Flattermänner, weil die Flattermänner, die können mich sowieso mal. Die müssen ein bisschen leiden. Also, wer mir den Krieg erklären möchte, der muss sehen, wo sie wieder klarkommt. Was habt ihr denn noch so für mich? Auch nichts Neues, ne? Nee, ich glaube, es gibt sogar noch gar nichts Neues für mich. Das war's. Mehr wollen sie mir nicht geben, die Schweine. Na gut, so. Brass ist dann frei für mich, freigegeben zum Schießen. Wollen wir mal. Frei zum Schießen, Leute. Frei zum Schießen. Hey! Ich würde euch gern besuchen kommen. Ist das denn erlaubt? Nein, ist es nicht. Das ist aber tragisch. So, kommt ihr auch an. Da haben wir schon Feinde. Hallöchen, Hallöchen. Wen haben wir noch? Keinen mehr. Ist ja tragisch. So, haben wir noch welche? Jupp, hier hinten. Da kommen doch gleich wieder ein paar. Hey, wo seid ihr denn? Da ist doch schon einer. Hallihallöchen. Ach, da ist er. Hallihallöchen, Hallihallöchen. So, hat ein bisschen gelitten, der Gute. Haben wir noch einen? Ja, da kommt doch direkt noch einer auf uns zu. Wo denn? Ich sehe den gerade gar nicht. Komm mal her. Hey, hallo mein Freund. Hast du Lust, ein bisschen zu leiden, so ganz eventuell? Ist er tot? Noch nicht? Jetzt aber. So. Und zuerst das Zeug holen? Nee, komm, wir machen zuerst den Sternplatz. Hi, wie sieht's aus? Was nehmen wir denn? Nehmen wir mal nur eine Bombe. Ich will das auch mal austesten. So. Kabums! Kabums! Kabum! Ups! Oh, das war ich gar nicht. Oh, tut mir leid, das wollte ich nicht. Und, ach, ach, egal, ich wollte es doch. Ich gebe es ja zu. So, das Geld hätte ich gerne. Wie viel wirft die Kolonie denn ab? Wie viel hat sie denn? Oh, 47.000, das ist schon eine ordentliche Nummer. So, irgendwo hier gab es noch Geld. Oh, oh, jetzt fliegen auch wieder Planeten rum. Oh, hier hinten irgendwo. Keine Planeten, Asteroiden, meine ich. Hier hinten irgendwo gab es noch Geld. Wo denn? Money, money, money. Hier irgendwo war Geld. Hä? Wo denn? In der Richtung. Ach, hier unten, das kleine Futzel da. Ach so. Na gut. So, wo noch? Da hinten, alles klärchen. Hier, hier, ja, hier hinten irgendwo, ja, okay. Hier unten. Irgendwo hier unten, angeblich. Auch wenn ich da nichts sehe. Hä? Ich sehe da echt nichts. Ach, das ist, ah, das ist was ganz anderes. Was denn? Du hast Statue of the Three Crickets. Alles klärchen. So, hier hinten irgendwo gibt es noch Geld, glaube ich, hoffe ich. So, hier irgendwo. Ja, sieht gut aus, hier, ne? Das da, genau. So, rück mal raus und dann müsste es das auch schon gewesen sein, ne? Ne? Richtig. So, und damit haben wir den Planeten auch befreit von der Schreckensherrschaft der komischen Viecher, deren Namen ich sowieso nicht aussprechen kann. So. Und soll ich mal die nächsten vornehmen?
Mein Gott, ist ja schon eine ganz schöne Zeit vorbei, ne? Hätte ich gar nicht gedacht. Ob wir schaffen, die alle auszulöschen? Ich weiß es ja nicht, aber wir können es ja versuchen. So, Carter. Carter wäre ein nächster Planet. Holen wir uns den. Hi! Leute, wollen wir ein bisschen Spaß haben mit euch? So, was nehmen wir denn? Pass auf, ich mach mal die und die Nummer. Anschließend, wo sind wir denn? Da ist ein komischer Kollege. Da wäre noch einer und auch kaputt. So, wo sind noch welche? Keine mehr? Doch schon, aber die kommen noch nicht. Dauert noch. Hey, kommt ihr? Leute, mir wird langweilig. Ich wollte es nur mal gesagt haben, ne? Na dann mal schnell. Kaputt. Verzieh dich! Hihihi. Kaputt. Und tot. Das war jetzt echt super. Die fliehen jetzt sofort, ne? Eigentlich. Die müssen ja jetzt eigentlich sofort fliehen. Jo, tun sie auch. So, da gibt's keine Kolonie mehr. Der Planet ist nun unbeansprucht. Das war aber flott, du. Einmal zack, zack und weg waren sie, du. Ihr kleinen Schweine dachtet, ihr kommt damit leicht davon, was? Tja, falsch gedacht. So, gut, wollen wir mal gucken. Ich warte und ich warte. So, Hallöchen. Hallöchen, kannst du mal aufladen und reparieren und handeln vielleicht? 22.000, ja, komm mal weg, ich habe damit eh nichts mehr im Hut. Bietet ihr mir was Gutes an? Mal, ich habe noch die Raketen, ne? Die sollte ich auch mal einsetzen, so Antimaterie-Rakete und so. Wäre vielleicht gar nicht mal so übel. So, wo haben wir denn noch wen? Hier haben wir auf jeden Fall was. Die müssen wir auch noch begrüßen. Die Freunde. Siehst du, da haben wir auch gleich wieder welche, ich wusste es. Hi, Flattermannreich. Auf einem neuen Planeten, den wir gerade entdeckt haben. Ist doch scheißegal, wird trotzdem platt gemacht. So, zack. Sammelruf holen und... Wo seid ihr Schweine? Och, da ist einer. Mensch. Und tot. Ging ja schnell. So, holen wir uns gleich mal die nächsten hier. Hui. Und schon sind wir hier. Und jetzt warten wir eigentlich nur noch darauf, dass unsere Freunde kommen. Sie kommen von hinten. Welch ein Wunder. Na los. Mir wird langweilig. Heute noch. Ah. Stirb. So, kaputt. Und was der nächste, der kommt auch gleich. Die warten ja immer noch ganz kurz, bevor sie einmal angreifen. So, jetzt stirb. Nee, halt, zuerst den Kleiner fertig machen. Oh, weg. Na gut. Dann halt auf die schnelle Tour. So, hätte ich das mal ganz gerne. Flattermänner waren auch doof, ey. Die bauen Kolonien ohne Ende, aber sichern die nicht. Tja. Das war der Fehler. Nee, den Fehler haben die Golgar nicht gemacht. Die Groks, glaube ich, schon, aber die Golgar nicht. Die haben jede Kolonie, die sie hatten, mit besten Mitteln, glaube ich, wirklich ziemlich gut gesichert. Das Flattermannreich greift Fra 2 an. Captain, wir brauchen sofortige Hilfe. Okay, werdet ihr kriegen. Werdet ihr wirklich kriegen. Denn die Flattermänner werden leiden. Ach Gottchen, wie die sich einbilden, dass die Flattermänner was können. Ich find's echt schon traurig, 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 traurig. Hallo Flattermännchen. Die haben es ja auch gar nicht auf uns abgesehen, deshalb greifen die uns auch eigentlich gar nicht an. So, haben wir noch welche jetzt hier? Haben wir hier nicht noch welche? Das waren die Guten. So, da haben wir noch eine Kolonie. Hi! Habt ihr Lust, ein bisschen mit uns zu spielen? Oh, die wollen uns auch angreifen, wa? Ah, Mann. Ah, oh, ist das ärgerlich hier. Kommst echt mit nichts weiter hier. Echt unnötig. Aber der Planet so scheiße ist. Oh, oh! Alliierten-Reparatur, bitte. So, greifen wir an hier. Zack, zack und tot. Hä, was denn? Habe ich doch gemacht. Eine Alliierten-Reparatur. Wieso hat denn der nicht repariert bekommen? Mann. Schnell, lad dich auf. Alliierten-Reparatur, lad dich auf. Oh Gott, die greift die Stadt schon an. Los! Los! Ich kann es mir nicht leisten, einen Alliierten zu verlieren. Das ist echt so... Oh, Wolken, verpisst euch. Komm schon! Meine Fresse. Heute noch. Na, geht doch. So. Haben sie es geschafft? Jo, sie haben es geschafft. Na denn. Dann düse ich wieder ab. Meine Güte, ey. Fra 2, na gut. Hilfe, ey, wie die Druck und Stress machen, ey. Oh, ich könnte echt kotzen. So, Eve wird ebenfalls von den Flattermännern besetzt. Wie geht's uns denn? Uns geht's eigentlich relativ gut, möchte ich sagen. Also, los geht's! Hi! Darf ich euch einen Besuch abstatten oder ist das nicht erwünscht? Ich bin mir unsicher. Aber ich glaube, es ist von euch nicht so sehr erwünscht. Aber das ist mir scheißegal. So, ich habe mal so einen Freund, der leiden möchte. Haben wir noch einen? Ja, da hinten. Wir fliegen direkt drauf zu. Sehr schön. Hi! Auch Lust zu leiden. Und tot. Hihi. So, dann gehen wir mal hier zurück. Mensch, warte, der kommt doch gleich. Der kommt doch gleich. Hey, mein Freund. Hallöchen. Und tot.
So, dann holen wir uns mal hier schnell das Ding oder machen es kaputt. Hm, was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Nehmen wir den Impuls? Okay. Einfach weil ich es kann, weil der Impuls toll ist. Ups, ups, ups. Ach Gottchen, oh je, oh je, meine Güte, ja. Jetzt habe ich das echt kaputt gemacht. Das war doch gar nicht so wirklich geplant. So, 47.000 kann ich mitleben. Und wieder ein Planet von den Groks befreit. Ah, es wird immer besser. Es wird einfach immer besser, Leute. Es macht einfach Spaß, die kleinen Flattermänner so sehr leiden zu sehen. Vor allem, weil wir schon so weit weg von unserer Heimat sind und sie trotzdem noch abziehen ohne Ende, ey. Super Sache, super Sache. So, hier haben wir noch einen Planeten, der ebenfalls noch befallen ist. Von der Pest, den holen wir uns auch noch. Oh, das hier könnte vielleicht sogar, wenn ich Pech habe, jetzt sogar die schon direkt die Armee der Flattermänner sein, sozusagen. Ist es aber nicht. Na denn. So, einmal den Sammelruf. Och Gottchen, weißt du was? Ey, das ist doch auch billig hier. Zweimal den hier machen. Kaputt. Jetzt greifen wir uns auch nicht mehr an. Das war's. Zack. Komm her. So. Wisst ihr, das hat sich auch erledigt. Also, die greifen uns jetzt eh nicht mehr an. Die haben ja keinen Grund mehr dazu. Die hauen ab. Mist, wir haben nichts mehr zu verteidigen. Also, tschüss. Ist so. Finde ich aber echt super. Ich find's total lustig. So. Die haben so viele Kolonien gegründet, die armen Schweine. So, wollen wir uns den jetzt holen? Oder den hier. Ich glaube nämlich, die drei sind noch befallen. Wollen uns den mal holen? Ich finde so, guck mal, guckt ihr den mal an. Also das ist doch... Ich finde, wir sollten uns den schon holen, ne? Das ist ja besser. Dann holen wir uns den mal. Da haben wir auch nur eine kleine Kolonie, ja, denn... Wieder nur eine Kolonie. Also kein Problem, irgendwie Stress zu machen. So, am Sammelruf haben wir noch nicht wieder freigeschaltet. Naja, gut. Hey, kommt ihr? Oder wollt ihr gar nicht verteidigen? Ach, die gehen schon direkt zur Stadt hin. Na gut. Hi! Lust zu leiden, so zufällig. Stirb! Alter, der ist aber tough. Oder ich kann einfach nicht treffen. Ach, da ist noch einer. Stirb! So, noch einer. Nee, das dürfte es gewesen sein. So, ich hole mir nochmal schnell das Ding. Ah, Mensch. Was denn? Wieso nicht? Zu weit oben? Na gut. Zoom. So, und dann bitte einmal... Wo haben wir es denn? Nehmen wir Protonenrakete, wir nehmen mal nur eine Bombe. Kaboom! Peng! Oh, hat nicht gereicht. Kaboom! Ey, wieso treffe ich nicht? Echt nicht mehr normal. Kaboom! Oh, kaputt! Ja, ich hole mir ja schon das gute Stück. Dalen. Ich glaube, ich habe auch irgendwie hier kaum Möglichkeiten, die Planeten zu erobern, ne? Also für mich einzunehmen. Ich kann die irgendwie alle nur zerstören. Aber na gut, auch so ein Planeten, der Terrascore im Arsch, da, den hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gewollt. Muss aber keiner wissen. So. Ah, was tun wir uns als nächstes? Oh, ich würde sagen, als nächstes gehen wir mal schnell zurück zu einer von unseren Kolonien. Und laden uns mal kurz so ein Stück weit auf, ehe wir dann dort hinten unsere nächsten Freunde holen. Hey, Kolonie, wie geht es euch? Euch geht's gut auf Zim? So, Planeten Zim habe ich ja jetzt mit meinen Krallen gesichert, mit dem Superbeschützer da. Handeln. Nee, handeln will ich gar nicht hin. Was mache ich denn? Einmal bitte reparieren und aufladen. Vielen Dank. So. Dann wäre jetzt auch schon wieder alles tutti frutti. Dann könnten wir uns eigentlich auch gleich die nächsten zwei holen und das tun wir auch mal. So, wie heißt der Planet? Heißt der Maya? Weiß ich gar nicht, muss ich gleich mal gucken. Tatsächlich, Maya 2. Oh, interessant. Das Flattermannreich hat hier wieder seine Flügel ausgebreitet. Tja, das wird's aber nicht mehr lange tun. Oh, wer greift uns da an? Hier haben wir so einen Kollegen. Noch einer. Na komm, verreck doch mal. So. Der wäre auch hinüber. So, haben wir noch einen Kollegen. Ach, tatsächlich, da kommen sie alle. Na, komm ran. Du Arsch. Stirb. Kaputt. Und wir fahren mal langsam in die richtige Richtung. Ach, da ist einer. Hey, Hallöchen. Alter, Leute, greift doch mal an. Mann, 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 ey. Na, komm, komm. So, tot. Noch einer, der hier rumschwirrt. Nicht wirklich. Na gut. So, hätte ich das ganz gerne. Ui, zoom, 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 zoom. Wie viel wird denn das? Das wäre denn 23.000. Das ist doch schon eine Menge. So, dann hätte ich gerne... Hier eine Aletenreparatur mache ich mal flott. Und dann machen wir doch mal... Nehmen wir den Impuls. Na gut, nehmen wir den Impuls. Hi, Freunde, ihr müsst leider leiden. Zack. Wow. Die Streitkräfte haben einen fairen Sieg errungen. Wir bieten in aller Ehre unsere Kapitulation an. Ah, ich weiß nicht. Wollen wir Frieden... Also eigentlich nicht. Nein. Ich habe keinen Bock auf Frieden. Ihr wart einfach zu beschissen zu uns.
Wer mit mir einen Krieg anfangen will, der hat Pech. Vor allem dieser Frieden hätte eh nicht lang gewährt. Hätte kurz gewährt, genau wie mit den Grogs, kurzer Frieden und dann auf einmal doch nicht. Wieso zahlen die mir eigentlich kein Geld? Wir bieten dir 500.000, wenn du den Krieg einstellst. Wieso tun die das nicht? Das ist auch leicht befremdlich, muss ich sagen. Oh, was ist denn? Wir werden jetzt unsere neuen Waffensysteme auf deinem Planeten testen. Wir sind jetzt im Krieg. Oh, wie niedlich. Na dann, komm mal ran, du Krieger. Du kleiner Möchtegern-Krieger. Na dann, zeig mal, was du kannst, du kleiner Krieger, du. Dann will ich sehen, was du bitte drauf hast. Versammelt euch Streitkräfte und tötet das Ding. So, holt euch direkt die Nächsten. Los, 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 los. Wie beim Militär hier, ganz schnell. Töten. Tot. Und der Letzte ist hier irgendwo, da. Töten. Töten, Leute, töten. Tot. Super. Und das war's auch schon. Siehst du, es geht doch. Wenn man möchte, dann geht das. So, zack. Schütt das gerne mal. Zoom. Mensch, die Leute auf unserer Kolonie in der Verwaltungszentrale, die müssen sich doch jetzt auch bescheuert vorkommen. Die können gar nichts mehr ausrichten und wir haben die jetzt voll in der Hand und können die zerstören. Ist eigentlich schon fast traurig, oder? Meint er nicht? Ich finde das irgendwo schon ein Stück weit traurig, muss ich gestehen. Aber nur ein kleines Stück. So, komm her. Hihi. Hihi. Welche Freude. So. Der Planet wäre auch solo. Der Planet ist solo. Ach, ist das nicht toll, Leute. Ich könnte mich so feiern. Ich finde es so super. So, ein paar Planeten haben wir aber noch, ne? Wie wir feststellen. Ein paar Freunde haben wir ja noch, die so ein bisschen neben der Spur sind, sage ich mal. Ich fliege aber erstmal zurück und lad uns wieder komplett auf und dann holen wir uns mal die nächsten Planeten. So, Hallöchen, Leute. Hättet ihr Interesse, mich mal schnell aufzuladen? Aber Full Speed hier, aber Full. Alles auf Full. Zack, zack, danke. Und meine Alliierten natürlich auch gleich auf. Gleich mit aufgeladen. So, wen holen wir uns denn? Erstmal nach hier fliegen. Dann suchen wir uns den nächsten Stern aus. Das sind ja nur noch drei. Ne, vier Stück. Oh, Verzeihung. So, ich würde sagen, wir holen uns hier einfach den. Das ist nämlich der hier. Ist der das? In der Tat, das ist er. Na denn, los! Eck 2 haben die hier. Tatsächlich, na denn. Wollen wir doch mal Eck 2 angreifen und besetzen. So, Sammelruf. Leute, kommt an hier. Los, schnell. Greift doch an, Idioten. Los. So, die haben wir. Wo ist der Nächste? Komm her. Komm her, mein kleiner Freund. So, und tot. Und das war's auch schon. Und so steht die Beute. Zack. Zoom. Ich liebe es ja, echt. Ich liebe es ja. So, 16.000 ist schon eine schöne Ausbeute, muss man ja sagen. Also, wenn man ganzes Volk ausrottet, ne, so eine ganze Spezies, du, man verdient schon gut dran, muss man ja sagen. So, mein Gott, die haben so viel Geld in ihre Dinger hier investiert, haben die überhaupt Verbündete gehabt? Ich glaube nicht, ich glaube, das waren so Einzelgänger, ne? Nur für sich und die, ihr könnt mich alle mal schlecken. Ich brauche keine Freunde, ich bin voll glücklich so. Naja. So, zack und kaputt. Mein Mega-Impuls hat kurz einen Prozess gemacht. Hihi. So, dann hätte ich das ganz gerne mal. Zoom, plus 19.000. Naja, nicht viel, aber es reicht. So, wie geht's uns? Allen noch gut, das ist doch schön. Wo kommen wir denn zum Heimatplaneten? Das ist ja der, der mich wirklich reizt. Weil das ist meistens der, den die wirklich richtig gut gesichert haben, wo die auch voll auf Gas gehen. Ach Mensch, die haben da schon wieder einen Planeten, eine Kolonie gegründet. Na gut, sollen sie mal machen. Ich will auch nur ihr Hauptding angreifen. Wie sieht's auf dem hier aus? Auf dem sind sie aber nicht tätig, ne? Die wollen trotzdem angreifen, na denn. Schön, wenn ihr trotzdem den Krieg wollt, dann bitte. Ich bin jetzt eigentlich auf den Nachbarstern gegangen, weil ich dachte, ich will ja ein Hauptding suchen, aber gut. Wenn ihr wollt. Sammelruf, Megaprotonrakete. Wo bleibt ihr? Oh, verdammt. Ich glaube, das ist sogar der Hauptding, das Hauptding. Na denn, Schild, Leute, schnell. Hier herrscht jetzt Vollangriff. Schnell, Leute, Mega-Impulse ohne Ende senden, bitte. Sendet die verdreckten Impulse aus hier. Könnt ihr gar nicht erobern, Alter. Das dauert viel zu lange. Shit. Schnell, wartet, 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 wartet. Kommt zurück, kommt zurück, kommt zurück, Leute. Kommt zurück. Was machen meine Verbündeten denn? Sind die bescheuert? Leute, helft mir hier. Schneller. Bitte. Wo sind die denn? Hier sind böse. Wieso greife ich die nicht an, Alter? Ich kann die voll nicht fokussieren. Die spinnt ein bisschen was. Alter, mach doch mal. So, haben wir noch welche? Ich hoffe ja nicht. Einer fliegt noch rum, der ladet sich wahrscheinlich gerade auf. Wie geht's uns? Dreckig. Einmal aufladen, bitte. Da kommt noch einer. Du Arsch, ne? Du willst dich wieder mit mir messen. Alter, wieso geht denn das nicht? Sag mal, ganz ehrlich, jetzt langsam ist lustig. So, jetzt haben wir auch keine Schiffe mehr. Gut. Dann geht's uns eigentlich ganz gut. Jetzt los, Leute.
Megapuls will ich nicht. Ich sammle Ruf auf jeden Fall wieder. Und jetzt der Mega-Todesstern-Laser. Und jetzt. Ah, haben wir, okay. Volle Gurke! So, tot. Komm her, kommt her. Oh, kaputt. So, wo kommt. Von hinten kommt noch einer gleich und will mich angreifen. So ein kleiner Fuzzi. Kaputt. So, jetzt hole ich mir noch schnell das Ding. So. Dass das hier schon der Heimatstern ist, hätte ich echt nicht gedacht. Ey. Naja. So, das haben wir auch. Jetzt direkt zum nächsten Ding weiter. Ich glaube, ich habe es auch wieder hoch Hightech gesichert, ne? Jo, ist es auch. Ah, Hilfe. Alter, prasselt hier ein bisschen was, du. Ah, lass mich in Ruhe, ihr Scheißdinger. So, der wäre auch tot. Einfach alles umbringen, was sich hier befindet. Einfach alles töten. Warte, von irgendeinem Platz. Ach, da von da unten kommen die. Komm, weißt du was jetzt hier? Kurz ein Prozess. Haben die sich ergeben? Ja, haben sie. So, nächsten. Oh, scheiße, uns geht's aber dreckig. Warte, warte, Rückzug, Rückzug, Rückzug. Warte, warte, warte. Wir kommen gleich wieder. Müll auf... Nee, Mölli. Mölli oder Müll? Nee, ich glaub Müll. Auf Müll sind die geboren. Oh Gott, die armen Schweine. Wer so einen Namen hat, der braucht keine Feinde mehr. So, schnell weg jetzt hier. Ich muss hier gerade mal schnell nach Hause düsen. Und schnell alles wieder reparieren. Leute, hallo. Ey, ey, ey. Ah, komm her hier, Kolonie. Los, ich brauche dringend Ware, aber ganz, ganz dringend. Ach, komm her, schnell, 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 bevor die sich wieder aufbauen. Danke, danke. Handeln, gib mir mal ein paar Alliierten-Reparaturen. Ich zahle, was du willst. Alliierten-Reparatur, Alliierten da. Ja, gib mir auch 4, ist mir gerade egal. So, herzlichen Dank. Ich will, ich muss um... Ey, wieso, wieso setze ich eigentlich meine Antimaterie-Raketen und so weiter noch nicht ein? Das ist mir auch gerade ein bisschen suspekt. So, welcher war das? Halt die Klappe. Das war Müll hier vorne. Los jetzt, hinter! Hinter! Auf Müll! Auf geht's nach Müll! Hi, ich freue mich immer noch ein bisschen. So. Ich hätte jetzt gerne... Ich wäre gerne wieder hier hingeflogen. Dort habe ich ja noch was Hübsches. Aber zuerst warten wir auf den einen Kollegen, der uns gleich angreifen kommt. Und zwar der da. Und noch einer. Und noch einer. Oh, das wird ja mal lustiger. Oh, 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 fuck. Wir greifen ja auch mit vollem Kaliber an hier. Komm mal her. Alter, nervt mich nicht. Hier ist noch einer. Auch tot. Und gleich kommt noch einer und dann hat sich das. Alter, wie die einen angreifen. Schlimm, schlimm, schlimm. Sammelruf hier. Ganz schnell. Komm her. Och, du Drohne, ey. Mensch, heute noch. Oh, kommen wir jetzt ein paar mehr. Das wäre echt so lustig hier. Mega-Reparatur hat Antimaterie-Rakete. Komm jetzt. So, geht's jetzt kaputt? Eigentlich eine Antimaterie-Rakete ist doch eigentlich viel. Da wird ja kaum was ausgerichtet hier. Ich dachte, der bringt jetzt voll Superpower und dann sowas. Oh, jetzt muss ich hier ein bisschen kämpfen, wa? Hey, wo sind meine Alliierten, Mensch? Was macht ihr denn hier, Schweine? So, ich hab einen Mega-Impuls. Los jetzt hier. Töten! 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 Kaputt! So, erobert. Die Stadt haben wir auch lahmgelegt. Jetzt geht's nach da oben. Seid ihr alle bereit? Jo, na dann los. Laser ausschalten. Zack! Und zack! Und zack! Ich komme nicht um die Laser, keine Bange. Der ist auch kaputt und der da hinten auch noch. So. Jetzt setzen wir schnell Mini-Impulse ein, ich zumindest. Bäm! 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 Alter, die brauchen aber viel hier, ne? So, mach mal hier ein bisschen... Hatti-Hatti hier. Ach, immer aufs Rathaus zielen, alles klar. Komm schon. So, die ergeben sich. Düsen wir so weiter zu den nächsten. Ja, können wir. Nur, ich brauche den Laser. Todeslaser und dann weiter zu den nächsten Freunden. Oh, die haben sich auch gut gesichert. So, wollen wir mal. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Zack, und noch einmal. Und noch einmal. Und noch einmal. So, die werden alle ausgelöscht. Oh, jetzt kommen auch wieder ein paar Schiffe, wa? Na gut. So, töten, 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 töten. So, eine Alliierten-Reparatur hätte ich gerne. Wir fliehen mal schnell. Und zwar nach hier hinten. Dann warten wir mal eben. Und jetzt zack. Zack, bang. Und zack. Zack, bang. So, meine Alliierten kommen auch. Was ist das mit den Schiffen? Ne, noch nicht. Da ist noch eins. Halt, halt. Ich will auch Spaß haben. So. Jetzt sind wir hier noch. Sind wir noch nicht fertig. Mega-Impuls. Und Mega-Impuls. So, die haben wir sogar ganz zerstört. Gott sei Dank. Mit der Stadt wäre eh nicht mehr viel angefangen. Hätten wir eh nicht mehr viel anfangen können. So, ein Städtchen haben wir noch. Eins lediglich. Uns geht's immer noch ziemlich gut. Also los geht's, Leute. Jetzt wird abgerechnet.
Oh, das ist aber, glaube ich, eine gute, gut gesicherte Stadt. So, einmal. Zweimal. Dreimal. Ich sehe gar nichts mehr, ehrlich nicht mehr. Ah, voll Recke. Scheiß Laser hier. So, kaputt. Haben wir's? Haben wir's. Die sind tot. So, jetzt aber schnell hier. So, hier. Voll rauf da. Mega Impuls. Mega Impuls. Mega Impuls. Verschwinde meine Energie so ein bisschen, ne? Ein kleines Stück aber nur. So. Zerstört. Feindliche UFOs überfallen den Planeten Hänsel. Oh, da muss ich auch gleich hin. Na, willst du mir den Planeten geben? Her damit. Gib her, Arschloch. So, sehr schön. Danke. So, dann hätte ich gerne das Ding gehabt. So. Wie viele Städte? 3 Stück. Pass auf, wenn wir 3 Städte haben. Kann ich... Habe ich nicht so ein Ding gekauft? Habe ich nicht? Echt nicht? So ein Megaschutz? Verdammt. Na gut. Na gut. So, wir wandern schnell weg und retten kurz unseren Planeten. Ehe wir dann gleich wiederkommen. Das ist eigentlich eine grauenhafte Idee, dass wir jetzt abhauen, aber ich... Was kann ich... Was soll ich machen? So, was für ein Gewürzlager wird überfallen? Da hinten? Hä? Hä, bei mir ist doch gar nichts. Feindliche UFOs überfallen den Planeten Henser. Eine unbekannte außerirdische Flotte überfällt mein Gewürzlager. Oh Gott, da hinten am Arsch der Welt, oder was? Ist Henser der ganz hier hinten? Oh, jetzt im Ernst? Nee, das ist dieses Ding, was ganz weit weg ist. Das tue ich mir echt nicht an. Das ist mir echt zu blöd. Die lasse ich im Stich. Das tut mir echt leid, aber nee, komm. Nee, echt nicht. Die erobere ich dann wann anders. Also... Was, du wurdest Piraten ausgeraubt? Sie haben einen Teil deiner Gewürze... Oh, Piraten, ja. Oh Gott, wenn es Piraten sind, ist mir auch scheißegal. So. Was hätte ich denn gerne? Schnell, schnell. Ich hätte gerne so ein Supergeschütz. 57.000. Ja, gib her jetzt. Ich mecker jetzt hier nicht rum. Gib einfach her und dann halt die Klappe und so. Ist gut. So. Aufladen sollte ich mich auch noch. Schaden ganz nicht. Alter, wie ich gerade für die Wirtschaft boomen muss, für dieses dumme Reich auf Zim auch. Ne, auf Nico war das doch, ne? Nico oder Fuzzi. Halt, ne, warte. Die Nummer, die Nummer. Also jetzt geht's uns allen auch wieder gut und dann schnell los, weiter! Schnell, ich muss jetzt unbedingt auf den Planeten, auf den einen, den wir erobert haben, den guten Planeten. So, das war hier hinten. Hier muss ich jetzt erstmal auf Müll unser Dingens absetzen, weil der ist, das schon, das ist so gut da, das ist wirklich schon nicht schlecht. So, zack, und absetzen! So, der Planet ist eindeutig jetzt super mega geil geschützt. Hey, hallo, lass uns hochfliegen. So, geht doch. Ach, der muss sich erst entfalten, verstehe. So, Müll ist in besten Händen. Gucken wir uns die nächsten an. Wen haben wir denn da? H2. Gehen wir H2 besuchen. H2 sogar, glaube ich. Tja. So, der Heimatstern der Flattermänner ist leider Gottes weg. Ah, ein bisschen tragisch, ein bisschen nicht tragisch. Kommt drauf an. Wen haben wir denn hier? Ach, so einen. Stirb! Hi. So, nehmen das und das. Hi, wollt ihr alle zu mir? Ist aber liebenswert, ich find's echt toll. Hi. Zack. Zack, und auch tot. Ist aber tragisch. Oh, danke, dass ihr mir zeigt, wo die Stadt ist. Da wäre ich jetzt gar nicht hingekommen. Da unten ist noch was. So, haben wir was? Hier haben wir noch was. Da, zerstören. Töten, töten, töten. Oh, hier haben wir sogar einen Laser, glaube ich. Wahnsinn. So viel Technik haben die doch noch. So, kaputt machen. Mensch, wir haben hier noch was. Wartet mal. So, kommt hier noch einer? Irgendwo, irgendwas greift uns doch an. Hier. Komm, stört mal schnell. So. Und dann haben wir noch das hier und das machen wir jetzt fertig mit dem Mega-Impuls. Zack. 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 Und tot. Hihi. Verreckt. So, einmal und noch einmal. Hihi. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Wieso stehen denn hier? Oh, alle tot. Oh, ich hab Flattermänner umgebracht. Oh, Leute. Ich muss jetzt unbedingt in die Beichte. Ich hab Angst. Ich hab Flattermänner getötet. Das ist bestimmt ein schlechtes Karma. Oh Gott, das ist so lächerlich, aber ich feiere mich so sehr. Ach Gottchen, ach Gottchen, ach Gottchen. So, noch 3 Planeten. Haha, ist ja gar nichts. H2, was haben wir denn hier gehabt? H2 und hier haben wir H2, ja, herzlichen Glückwunsch. So, uns geht's prächtig, also los! Angriff! Und fertig machen zum Angriff und vor allem töten, umbringen, vernichten, was auch immer. Hauptsache sie leiden. Hihi. So, wer mich nämlich angreifen wollte, der kriegt jetzt auch schön meine Rache zu spüren. Einmal bitte den Sammelruf wieder einsetzen. Und dann gehen wir mal gleich zur Kolonie und greifen da ein bisschen an, ne? Schaden tut ja nicht. Hi! Hast du Lust mit uns zu spielen, sag mal? Ich habe noch so einen geilen Kollegen, der ein bisschen... Wow, was war das gerade für eine Störung? Haben wir hier so einen Schutz? Tatsächlich, haben wir. Tja. So, du willst mit mir spielen? Komm mal her, du. Und du auch? Na, dann komm mal ran, du kleiner Fuzzi. So, noch wer? Ach, da kommt noch ein Kollege, sehr schön. Hallöchen und tot.
Noch einer, der mit mir spielen will, oder war's das jetzt? Ich bin ein bisschen unsicher. Naja, egal. So. Verrecke. Noch einen Schutz gehabt. Nicht wirklich. Stirb. Ach, das geht noch nicht. Na gut. Mega Impuls. Ach. Okay. Das behalten wir. Ich beanspruche diesen Ort als mein Eigentum. Haha, gib her. Dankeschön. Ich bedanke mich auch noch. Ich bin so freundlich. So. Ist ja super, dass der uns jetzt gehört. Pass auf, mal hier ein bisschen. Wir haben jetzt Geld. Wir können ruhig ein bisschen was ausgeben. Ist alles kein Thema. Häuschen. Jetzt setzen wir uns noch ein Häuschen hin. Natürlich ein paar Verteidigungsposten. Terras Gott zu niedrig. Du kannst mich mal. So. Yay, was haben wir jetzt? Oh, noch ein bisschen, dann haben wir's. So, holen wir uns doch mal. Oh, hier gibt's ein bisschen Money, wa? Zack, zack. Ey, ich hasse es. Ich kann's echt nicht ab, wenn die mir im Weg stehen. Das ist furchtbar. So, geht mal her. Danke sehr. Noch was? Nö. Gut. Gut, dann den nächsten Planeten, bitte. Das wäre wirklich furchtbar lieb, wenn ich auch gleich den nächsten Planeten für meinen Eigentümer erobern könnte. Vor allem, weil ich hinten eh keine Feinde zu fürchten habe. So, noch zwei. Auf dem haben sie sich vor kurzem breit gemacht und auf dem sind sie schon seit Ewigkeiten und sie sind einfach schon viel zu lange. Hallo, Flattermänner auf Edem Perfer oder irgend sowas. So, ist bestimmt aber sowieso nur eine kleine Kolonie, von daher, fertig machen. Machen wir die fertig und dann ist gut. So. Hi. Sammelruf und Schutzschild hätte ich gerne wieder. So, wir fliegen mal gleich da hinten hin zur Kolonie. Da, wo auch das ganze Show stattfindet. So, Hallöchen, Hallöchen und Hallöchen, Hallöchen. Und ach, da kommt gleich der nächste, wa? Und Hallöchen, Hallöchen und auch tot. Und dann mal, komm. Impuls. Impuls, Impuls. Oh, die haben sich schon ergeben. Okay, ist gut. Gib her. Eroberungen am laufenden Band. Der letzte Siegeszug ist eigentlich perfekt für eine Folge 100. Zack! In einem Wisch alles durch. Ist ein Traum. Ist einfach nur traumhaft. Es ist einfach traumhaft. Und ich kann natürlich nichts bauen, weil der Terrascodot ist erlaubt. Ja gut, wer auch auf so einem Planeten so einen Scheiß baut, ne, selber schuld. Aber naja. Egal. So, gut. Sehr schön. Dann haben wir nur noch ein einziges Dings offen. Oh, wie süß. Wie alle gleich wieder ganz froh sind. So. Nämlich ein kleiner Planet, den wir eigentlich schon mal befreit hatten, der sich Bartus nennt. Und da wollen wir gleich mal Hallo sagen gehen. Hallihallöchen. Das Flattermannreich. Wie schön, dass ihr auf dem Planeten, den ich zerstört habe, eine neue Kolonie geschlagen habt. Wie wäre es denn, wenn ich euch da gleich ein wenig begrüße? Wo haben wir denn was? Hier haben wir was. So, was für ein Terrascore hat das Ding denn? Gar keinen. Ja, dann lohnt sich das doch nicht, hier eine Kolonie zu gründen. So. Warten wir mal auf den letzten Flattermann, bis der kommt. Ich glaube nämlich, der mag uns so ein bisschen. Oh, gleich zwei. Wow, gibt's ein bisschen Action hier. Hey, kommt ihr? Da, kommt doch einer. Hey, hi. Hallöchen. Alter, könnt ihr mal angreifen? Was, sind die doof oder so im Kopf? Wie sollen die angreifen? Ja, was machen die hier? Oh nein, wir haben einen Alliierten verloren. Oh oh. So, jetzt schnell. Töten. 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 Sehr super, sehr schön, sehr wunderbar. Ist das nicht ein Traum? So, komm, geht mal her. Zack, danke. So, Freunde, tja. Damit haben wir es geschafft. Ist das nicht super? Ist das nicht klasse? Ist das nicht phänomenal? Huh. Hallo? Och nein. Ist jetzt... Warte mal. Warte, ich könnte mich noch hören, ne? Ich dachte jetzt schon, hier ist irgendwas abgestürzt. Meine Maus ist gerade leer. Zum Beispiel die Batterie. Was? Ein seltsames Schiff ist auf dem Planeten Herr 3. Ja, ich komme. Mist, ich muss jetzt gerade die Batterie auswechseln. Na toll, mitten in der 100er Folge. Das ist ein richtiger Traum. Na komm, geh rein, du doofe Batterie. So, bist drin. Läuft's wieder? Oh Gott sei Dank, ich habe schon Panikattacken gekriegt. Das Spiel ist abgestürzt. So, da hinten will sich jemand an meinem Dingen zu schaffen machen. Ja, das sehe ich anders. So, wir haben definitiv jetzt ab sofort keine Feinde mehr. Captain, ich störe ungern, aber wir haben so Problemchen. Ich komme, Leute, ich komme. So, ein seltsames Objekt nähert sich unserem Planeten... dem Planeten unserer Verbündeten. So, welches denn? Die Grox. Ach, wie süß. Die gibt es noch. Mensch, also ich hätte... Wow, was ist denn da gerade geflogen? Also ich hätte ja jetzt gewettet, dass es die nicht mehr gibt, ne? Bei so einem Terror, den die uns gemacht haben. Also Wahnsinn. Die noch existieren. Oh, da ist noch einer. So. Meine Güte, du, dass es die noch gibt.
Die wollen wahrscheinlich hier wieder Fuß fassen, aber das können die sich sowas von in die Haare schmieren. Weil ich glaube, die haben aufgerüstet, ne? So wie es nämlich aussieht, haben die ordentlich aufgerüstet, die Grogs. Ey, da fliegt auch so ein Scheißschiff. Macht's mal fertig. So, tot! Stirb! Ich würde aber trotzdem gerne noch die beiden Nummern machen. Schnell, 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 nächstes Schiff, nächstes Schiff. Wer sind denn die Bösen und wer die Guten hier? Du merkst ja gar nichts. Finde ich hier noch einen? Tatsächlich ist noch ein kleiner Alleskönner. Zack, tot. Finde ich noch einen. Ich fliege jetzt einfach so ein bisschen über den Planeten und probiere mal hier so ein bisschen was hinzukriegen. So, hier wären wir ja, ne? Hier wollen die ja die Grogs ja hin. Ach, die sind weg. Haben was geschafft. Das ist doch schön. Gibt's hier was? Nee, ich glaube nicht. Aber hier gibt's auf jeden Fall irgendwo noch ein gutes Geld für uns. Das würde ich mir auch gerne beschaffen. Da, zwei Stück gleich. Komm mal her, Geld. Geld, 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 regiert die Welt. Noch was? Nö. So, sehr schön. Haben wir denen gleich geholfen? Ist doch traumhaft. Die Grogs, aber sag mal, wo kommen die denn her? Oh, ey, das war jetzt echt eigentlich ganz was Neues, dass es die überhaupt noch gibt. Ich habe gar nicht mit denen gerechnet, ehrlich nicht. So, sag mal, du... Was? Die große Rat mit Grogsangriffen voll auf beschäftigt, wir können jetzt nicht mit dir reden. Hä, wie gibt's da noch Grogsangriffe? Hä? Die haben wir doch besiegt. Es gibt keine Grogs mehr, was erzählst du? Da ist nichts Lilanes mehr, laber doch keinen Käse. Ihr seid fertig. Ende im Gelände. Was redst denn du für ein Käse, sag mal? Da gibt's nichts mehr. Pff, Idiotin. So, gut. Ja, was tun wir jetzt? Ich würde sagen, wir probieren dann jetzt mal eine gute Kolonie zu finden. Am besten natürlich in der Nähe unserer Heimat gleich. Ist natürlich das Beste. Hallihallöchen. Schön, dass ihr Gewürze habt, aber ich frage mich etwas. Und zwar, einmal aufladen natürlich und ansonsten habt ihr auch nicht mehr viel, ne? Nee. So, ich würde nämlich gerne jetzt einen Planeten wieder auf Terra Squad 3 bringen. Und zwar machen wir das jetzt einfach mal mit Skula. Oder wie sieht's denn aus mit dem Ding? Mit dem Ding vor allem. Ist der gut, der ist grün. Das heißt, es ist eigentlich ein schöner Planet. Ja, und auf dem geht's eigentlich ziemlich gut voran. So, was hat denn der? Den hier. Der braucht noch eine Menge... Willst du mich jetzt verarschen? Wieso ist die Batterie leer? Na, toll. Hey, das ist doch nicht wahr. Habe ich eine leere Batterie wieder in das Ladeding gesteckt? Das ist doch nicht wahr, ey. Oh, kann doch nicht wahr sein hier. Wo sind die da rein? Da. Alter Schwede, wieso sind alle meine Batterien leer? Die Maus spinnt nicht, das hätte ich aber gewusst. Eieieiei, alles leer hier, kann ich angehen. In der Special-Folge war ja aber klar. So, ich brauche ein paar Pflänzchen und was weiß ich noch. Ich hätte gern das, ich hätte gern das. Komm mal her, gib mal her. So, ach nee, verdammt, ich bin falsch, das ist ja Skula. Ich bin so intelligent. So, warte, ich muss auf einen anderen Planeten und das da holen. Willst du mich jetzt ver... Sag mal, ist meine Maus kaputt? Könnte es sein, dass meine Maus kaputt ist? Nee, anscheinend sind die Batterien leer oder kaputt. Welcher Volltrottel steckt mir volle, leere Batterien in das Fach, wo ich die vollen Batterien aufbewahre? Alter, wenn die jetzt auch leer ist, ey, dann habe ich... Nee, dann Prost Mahlzeit, dann ist scheiße. Dann wäre das echt... Ja, die ist auch leer. Herzlichen Glückwunsch. Was soll denn das? Ich muss meine Akkus wieder aufladen. Ach, Mann. Pass mal auf, ich habe doch jetzt hier im Fach noch... muss mal gucken. Entschuldigt, Leute, entschuldigt. Eine neue Maus, aber die ist noch größer, die will ich noch gar nicht einbauen. Aber da müsste eigentlich eine Batterie drinne sein, vielleicht kann ich die ja klauen. Wie mache ich denn das auf? Ach so. Ach guck mal, sogar gleich zwei Batterien. Hör, die große Maus würde bestimmt länger halten mit zwei Batterien, ey. So ein Scheiß aber auch. Mann, ey. So. Das muss jetzt halten. Wenn die jetzt auch leer ist, dann hat die Maus einen Sprung, weil die sind nämlich noch voll aus der Packung. Die Batterien, die ich jetzt verwende. Oh Gott, ey, ich krieg die Krise hier, das ist doch unglaublich. So. Gut. Dann muss ich jetzt von hier ein paar Pflanzen suchen und sammeln, ne? So, dann hau ich die mal weg. Tschüss. Tschüss. Die ökologische Nische ist voll. So, wo ist denn der Entführungsstrahl? Da. Entführungsstrahl klingt auch so gemein, finde ich ja fast, ne? So, zack, zack, zack. Was haben wir da? Kleine Pflanze, mittlere Pflanze, große Pflanze, sehr schön. Ein paar Tierchen hätte ich noch gerne. Wo haben wir denn hier noch welche? Gibt's ja keine Tierchen. Natürlich gibt's ja Tierchen. Hey, komm mal her! Nein, mir reicht eines. So. Hier haben wir auch noch welche. Zoom! Was haben wir jetzt? Ein Allesfresser, ein Pflanzenfresser. Ich glaube, wir brauchen noch einen Pflanzenfresser, ne? Was mit denen? Wow, drei sind schon zu viele. Ist das ein Pflanzenfresser? Ja, sehr schön.
So, war's das? Oder wie viele brauche ich? Zwei Pflanzenfresser, ein Fleischfresser. Perfekt. So, dann haben wir alles, um Terrascore 1 dort eigentlich schon zu stabilisieren. Wollen wir hinfliegen? Hi! Guck mal, auf Bauchix haben wir auch noch ein paar Viecher, ne? So, Skula, lass mal zu unserem Nachbarsternchen fliegen und Hallo sagen. Skula, wie sieht's aus? Soll ich mal deine Terrascore stabilisieren? Sehr schönes Wort übrigens. So. Gut, pass mal auf. Ich habe nämlich hier noch sowas, das kann ich dir anbieten. Du musst den T-Score des Planeten Skula erhöhen. Was? Ist doch schon T-Score 2. Hey, ist ja bescheuert. Ehrlich jetzt? Was haben wir denn? Wir haben keine Atmosphäre. Es ist ein bisschen warm, ne, hier angeblich. Es ist angeblich ein bisschen sehr warm. Wie können wir es denn da abkühlen? Also der Punkt ist also kurz vorm Kreis. Wir haben fast Terrascore 3, aber auch nur fast. Das heißt, wir brauchen irgendwas, um das Ganze abzukühlen. Habt ihr was? Handel? Oh, 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 Geld, Geld, Geld. 16.000, echt jetzt? Geil. So, habt ihr irgendwas, um einen Planeten abzukühlen? Terra Schlucht, das ist ja alles, was ich nicht brauche. Kreaturenoptimator, Spezies aus Rotter, Mini Glücksstrahl, Atmosphärengenerator. Auf einem Planeten platzieren, um für mehr Atmosphäre zu sorgen. Ja, das brauche ich ja nicht. Ich brauche ja eher ein kleines Ding, was ein bisschen kühlt. Atmosphärenvereiser auf dem Planeten platzieren, um die Temperaturen und die Atmosphäre zu senken. Ja, das will ich ja nicht. Asteroidenruf-Button, Eissturm. Klicke auf einen Planeten, um die Temperatur zu senken. Soll das so sein? Richtig. Dann hätte ich das gerne mal einmal. So. Dann ein klein bisschen vereisen bitte hier. So, aber nur ein bisschen, ne? Nicht zu viel jetzt. Jetzt aber nicht zu viel und so, ne? Sonst ist scheiße. Geht das? Der Punkt sinkt in die Richtung. Ja! Terrascore 3 ist anwesend. Geht das jetzt, wenn ich das jetzt hinsetze? Ja, es funktioniert, super. Schnell, nochmal hinbauen. Jetzt habe ich zwar eine kleine Pflanze verloren, aber die hole ich dann gleich. So, ein Oje habe ich noch. Oh, das ist noch gar nicht frei, ne? Vielleicht nicht mehr so, siedeln mehr Pflanzen an, auch verdammt. Shit, warte, dann komme ich gleich wieder. Ich komme gleich wieder, ich beeil mich. Schnell, Dome, los, gib Gummi. Dome, schnell, gib Vollgas. Schnell, bevor die Atmosphäre sich überlegt, wieder heißer zu werden. Das wäre eine Katastrophe. Los, Dome, los. Verflixt und zu genäht. Was brauche ich? Ich brauche eine kleine Pflanze. Schnell, gib mir eine. Irgendeine. Halt eine kleine. Ich nehme jetzt auch alles einfach mit. Ist mir egal. So. Brauche ich noch einen Pflanzenfresser. Schnell. Gib mir einen. So, ich nehme es einfach so ein. Oh, nee, das waren die Allesfresser. Die brauche ich nicht. Oh, jetzt sterben die. Tragisch. So. Die waren irgendwo noch Pflanzenfresser. Ich nehme so einen gerne mit. So einen nehme ich auch noch mit. Schneller. Gib her. So. Müssen wir jetzt eigentlich alles haben. Schnell, jetzt wieder zurück. Ist das eine kleine Pflanze? Jo. Zurück. Schnell. Dumme hätt's doch nicht so. Doch. Jetzt ist der Terrascore gleich weg und dann habe ich voll... voll die Katastrophe. Dumme, los. Gib Gummi. Wie sieht's aus? Befindet sich immer noch ein Terrascore 3. Super. So, was haben wir denn da jetzt? Eine kleine Pflanze. Sehr schön. Gleich zwei sogar. Hey. So. Zack, du hast den T-Score des Planeten stabilisiert. Ja, super Sache. So, Slot für Pflanzenfresser. Haben wir zwei Stück, sehr schön. Einmal. Klonsch. Und noch einer. Zooms, Klonsch. So, und jetzt brauche ich noch einen Fleischfresser. Wen haben wir denn? Allesfresser. Nehmen wir diesen für Rocky, diesen hübscher. So, du hast einen Teil des Ökosystems fertiggestellt und kannst nun bessere Kolonien errichten. Juhu. Kriegen wir auch irgendwas dafür, dass wir das Ding fertig haben oder so? Gebaut? Vielleicht? Wäre ja gar nicht mal so blöd. So, Häuschen bauen wir natürlich auch gerne noch ein paar. Ein Unterhaltungsgebäude wäre ganz nett. Sowas wäre ganz nett. Ja, jetzt sind natürlich alle angepisst. Finden wir voll scheiße und so. Ich mache gerade sowas von Latte. Ich setze euch von mir aus auch noch ein Unterhaltungsgebäude hin. Kein Thema. Haben wir hier hinten halt die Happy Siedlung. So, noch eins. Noch ein Ding. Und noch so ein Ding. So, sehr schön. Klasse. Wir haben Skula sehr schön verupgradet. Verupgradet. Kann man das sagen? Verupgradet? Ich glaube nicht, ne? Naja, egal. So. Ich brauche, um die Leiste aufzufüllen, noch eine Plakette. Wie kriege ich denn Plaketten? Besucht, Reiseverlauf, Missionen, Imperien. Alles meins. Verbündete und Feinde. Ich habe keine Feinde mehr. Und mein Reich. Wie komme ich denn... Meine Sammlung, Spore, PD, Option, Pause. Wie komme ich denn an meine Plaketten? Weiß ich nicht. Vielleicht muss ich einfach ein paar Missionen erledigen, ne? Und dann lass uns doch mal einfach versuchen, ein paar Missionen zu erledigen.
Vielleicht geht das ja auch. Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Hättet ihr vielleicht eine Mission für mich? Gibt's hier irgendwas, was ich tun kann? So, was wollt ihr von mir? Entführe einen Bürger vom Planeten Era. Och, ja, das können wir tun. Wo ist denn Era? Era, hier ist er nicht. Stoka 2, Chat oder sowas. Hier ist auch kein Era. Hab ich Era? Nö, ne? Nö, eigentlich nicht. Papier oder sowas. Ist dann schlimm. Also irgendwo hier im äußeren Ring. Noch was, hier ist Era auch nicht. Ich suche Era. Da auch nicht. Ist denn Era, sag mal. Hier ist es auch nicht, hier auch nicht. Hä? Ernsthaft jetzt? Vom Planeten Era, der soll sich hier irgendwo befinden. Hier ist er nicht. Hier auch nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Hier ebenfalls nicht. Bei meinen Sachen auch nicht. Hä? Hier auch nicht. Nesrase Era. Era. Ach, Era. Era ist ja meiner. Ach, Mensch. Die wollen einen von meinen Bürgern entführen, den verhören. Ah, ja, 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 ja. Da machen die sich aber Sachen, du. Kriegen wir mal hin. So, holen wir uns doch mal einen. Hi, Freunde. Oh, die sind uns noch so gestimmt. Aber das ist mir ehrlich gesagt egal. Ich brauch nur einen, danke, tschüss. Ganz schnell hin. Ich krieg einen. Wuh, schnell weg. Super. So, gut, dann mal wieder zurück. Hi. So, vielleicht wieder zurück. Also kriegen wir auch eine Plakette, ich hoffe es, ey. Wenn wir Mission erledigen, das muss jetzt einfach. Ich brauche unbedingt Plaketten, sonst ist Katastrophe. So, hey. Bitteschön. Haben wir das erledigt? Sehr schön. Eine Mission haben wir also wieder erledigt. Da wollen wir einfach, komm, wir kaufen jetzt einfach ein paar Systeme. Vielleicht kriege ich dadurch auch, ich brauche eine einzige verdammte Plakette. Die kriegt man ja eigentlich eher so per Zufall, aber ich will keinen Zufall. Eine Million kannst du klicken. 500.000 mehr kriegst du nicht. Mit tiefen Respekt und Glanz hält unter diesem Angebot zu Boden zu wischen. Will der nicht? Oh, der will ja gar nicht. Tö. Dann halt nicht. So. Was mit euch? Lasst ihr euch für 500.000 verkaufen? Ich meine ganz ehrlich, so viel wirft die Kolonie jetzt auch nicht ab. Hi. Handeln tut ihr auch nicht mehr, ne? Nee. Dann mach ich mal das Kaufsystem. Dann machen wir auch wieder 500.000. Bäb! Schon Guru-Sprung sagte, wenn dich eine niedere Intelligenz ohne Absicht beleidigt, antwortest du dir am besten nicht in Worten, sondern singst einfach. Bläh! Ja, du kannst mich mal. Ich denke, wir sind hier fertig. Ach so, so wolltest du das, ja? Aha. Nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf euch. Nee, könnt jetzt voll nach Hause gehen. Mal, lässt sich überhaupt irgendeiner auf mein Angebot von 500.000 ein? Auch eine gute Frage. Ist irgendeiner so blöd und lässt sich auf mein Angebot ein? Kaufsystem. 500. Dein Angebot ist erschreckend klein. Hast du vielleicht das Dezimalkomma an der falschen Stelle gesetzt? Oh ja, das wird's wohl sein, mein Freund. Aber ich gebe doch keine Millionen aus. Habe ich nur 51.000? Bin ich bescheuert? Also, so... Nee, ganz knicken. So viel gehe ich jetzt auch nicht aus. Also, nee, ehrlich nicht. Hallöchen. Ach nee, warte, ich brauche ja... Kaufsystem, 500.000. Dein Angebot erfüllt keinerlei logische Voraussetzungen. Ja, dann kannst du mich mal. So, wie finde ich das? Bla 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 bla. Neue Mission. Finisher ist vom Planeten CHT. Oh, wo der ist, weiß ich sogar. So, dann reisen wir halt nochmal zu dem Ding da hinten. Da hatten wir auch noch was mit. Und guck mal, was die so sagen. Mensch, ich will das jetzt haben hier. Ich nehme schon über eine Stunde auf. Also langsam, das Special sollte auch keine 6 Millionen Jahre lang gehen. Nehmt da an, 500.000. Entspricht einfach nicht ganz unseren Erwartungen. Ja, dann leck mich doch, ey. Also ganz ehrlich. Dann kannst du mich. So. Vom Planeten CHT. Wo der ist, weiß ich sogar. Hier nicht, hier nicht. Hier auch nicht. Da. Entführe einen Bürger vom Planeten CHT. Ja, ein Stammesmitglied. Ach so, kriegen wir. Kriegen wir, kriegen wir, kriegen wir. So, hier haben wir auch gleich einen Stamm. Oh, die sind aber hübsch. Hi! Ihhh. Der klang jetzt eklig. Bäh. Richtig ekelhaft klang der. Er klingt eklig. Ui, ui. So, dann mal wieder zurück zum Stern. Auf, auf! Hey Leute! Mission ist erledigt. Kriege ich jetzt von euch Geld oder so? So, ultimatives Wesen Dome, unsere Xeno, hingewissen von der Spezies, die du uns gebracht hast. Akzeptier bitte die 60.000 Spoiler. Bla 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 bla. Okay. Da kriege ich echt keine Plaketten mehr. Wie kann man sich denn nochmal Plaketten verdienen? Ich weiß es nicht. Meine Sammlung in der ist auch nicht das, was ich jetzt will. Ah, lass uns mal schnell eine Mission machen. Das ist ja echt unmöglich hier. Ich will jetzt diese verdammte dritte Plakette. Hallöchen. Hallöchen, gib mir mal schnell eine Mission. So, was willst du? Sammle Proben der Pflanzen und Tiere vom Planeten K2. Du mich auch. Wo ist der Planet? Da hinten irgendwo.
Alles in meinem Revier hier, ja, auch schlimm. So, K2, wo bist denn du? Ach, perfekt, genau hier. Sammle Proben aller Planeten, Pflanzen und Tiere vom Planeten K2. Toll. Super. So, von allem, was es hier gibt, ist das viel? Hä, das ist slow. Nee, auf slow will ich nicht. Ich will auf K2. Slow. Slow. Auch ein hübscher Planet. Da, K2, da will ich hin. Oh, da leuchtet sogar. Vielleicht gibt's da ja was. Ist das ein guter Planet oder weniger? Verdammt, der hat Pflanzen, Tiere und so weiter. So, hier gibt's aber noch was Hübscheres für mich, wa? Hier gibt's irgendwas für mich zum Holen. Oh, guck mal einer an. Sogar was Hübsches. Gib mal her. Hey. Zoom, 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 zoom. Oh, gleich noch eine Pflanze. Okay. Was haben wir jetzt geholt? Irgendwas zum Anmalen. Ist mir gerade ehrlich gesagt egal. So, das Ding haben wir schon. Das Ding hätte ich gerne. Eine mittlere Pflanze. Welche ist das? Das wäre die dann, ne? Schätze ich jetzt. Richtig. So, jetzt hätte ich gerne die da. Ist ja dann eine große Pflanze. Gib mal her. Zack, 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 zack. So. Hätte ich gerne Pflanzenfresser. Pflanzenfresser. Da haben wir doch einen gleich erwischt auf dem Radar. Ach, hier unten gleich. Sind das die? Tatsächlich. Dann gib mal einen. Komm mal her! So, einen Pflanzenfresser haben wir. Ich gerne noch hier einen, die mal. Die sind auch mal schnell weiter. So. Na, 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 na. Da unten. Oh, hier. Komm her! So, haben wir auch gleich einen. Und dann hätte ich noch gerne einmal den Fleischfresser. Ach, die sind aber gleich nebenan. Schau an. Zack. So. Und damit hätten wir alles. So, dann düsen wir mal flott zurück. Zurück in die gute Stube. Nee, einfach zurückdüsen. Und holen uns gleich mal das nächste. Beziehungsweise haben die Mission auch erfüllt. So, Hallöchen. Waren wir hier, richtig? Nein, einen weiter. Hier war das. So, hey, ich habe eure Mission erfüllt. Ultimatives Wesen Dome, bla 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 bla. So. Immer noch kein Dingens. Ja, ich hätte schon gerne so eine Plakette, du. Na gut, so, Mission, schnell, gib mir eine. Hi, 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 Zivilitoren, so. Hallöchen, Hallöchen, gib mir eine Mission. Danke, danke, danke. Was willst du von mir? Finde einen Bürger des Simulipereiches. Finde den Planeten Bronze im Li-System. Da oben also. Planeten Bronze. Ist der hier? Nee, anscheinend nicht. Ist er das auch nicht? Da ist er, Bronze. Da, okay. Ihr wollt einen Simulipe-Bürger. Ach, naja. Ja, nicht das Schönste, was ich machen kann, aber ist es in Ordnung. Sag mal, es ist okay. 100% mögen die mich, ist es okay. Die werden mir schon keinen Strick draus ziehen. So. Hi. Sag mal, darf ich mir einen Bürger von euch ausleihen? Der soll dann mal so bei mir Stiftung Warentest leiten. Ihr seid doch so eine Superwesen. Tschüss. Mögen die mich jetzt 100%? Nee, gleich 2% weniger. Immer, ich bin so böse, ey. Ich bin so gemein. So, gut. Hier hin und da wieder hin. Zoom. Gut, dann mal schnell. Hallöchen, Hallöchen. Bitteschön. Ultimatives Wesen Dome, bla 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 bla. Bringst uns die Molipe, Planeten 120 Sportdollar. Sehr schön. Diplomatie, ein Schiff kannst du mir nicht geben. Na gut, dann nicht. So, sehr schön. Bei euch bin ich auch fertig. Ich habe eine Mission erledigt, aber krieg immer noch nichts. Herzlichen Glückwunsch. So, kriege ich hier noch was von irgendeinem? Vom Rambo-Reich, direkt am Anfang. Hi, Mission, gib mal her. Was kriege ich jetzt? Die haben nichts. Oh, Idioten. So. Was mit euch? Habt ihr was? Sei gegrüßt, Mission. Sag mir, wo ich hin muss. Sehr schön, die haben eine. Was haben die? Finde das begehrte Truhe. Das Truhe vor allen Dingen, ne? Also, irgendwas ist da falsch. Dieses Objekt wurde gesichtet. Der Stern ist 2-3 Parsec von der rote Stern namens Zyle entfernt auf dem Planeten Dano. Dano suchen wir also. Und Dano ist hier in der Mitte. Dano, Dano, Dano. Da ist er doch, Dano. Oh. Das ist auf dem Simulipe-Planeten. Simulipe-Reich, Dano, ne? Ist auf dem Planeten Dano, in der Tat. Naja, ist nicht ganz so toll, aber... Tut mir leid, muss dann halt. So, hier hinten gleich sogar. Schau mal, direkt hier unten. Sehr schön. So. Ich klaue euch nichts, ich klaue euch nichts. Stimmt doch gar nicht, stimmt doch gar nicht. Oh, ich werde immer böser. Ich werde den immer unsympathischer, ha? So, kehre zum Planeten Char zurück. Alles klar, tun wir. Na, ist das weit weg. So. Ist das Char? Nee. Da ist Char. Verbindungsstufe, Stufe 4. Naja, okay, stimmt schon. So, hey.
Und jetzt auch nicht, verdammt. Wie viele Missionen muss ich noch erledigen, damit ich hier ein bisschen was kriege wieder? Aber was mit denen? Habt ihr noch eine Mission für mich, so zufälligerweise? Rein zufällig, selbstverständlich. Hi, sei gegrüßt. Missionen, na sehr schön. Was? Finde 3 Zepter-Artefakte und liefere sie auf dem Planeten Kast 2 ab. Suche Zepto. Oh. Planet Golan Sternsystem. In den allen. Uiui. So, wo ist das jetzt hier? Das ist Lydor. Alles klar, auf Lydor. Gibt's das Artefakt? Na, dann holen wir uns das nochmal auf Lydor. Die mögen uns auch zu 100%, also ist nicht schlimm, wenn wir da mal was holen. Hey! Wieso sendest du Angriff aus? Ich bin nicht in Angriffsstimmung. Nein. So. Hier ist aber irgendwo irgendwas, was ich will. Da ist doch was. Gib her! Und weg bin ich. So, Lydor. Dann Skula im Händen. Ey, auf meinem Planeten gibt's das auch, das Artefakt? Ey. Skula, das ist mein Planet. Mensch. Schau einer an. Auf was noch? Auf Wert auch. Ach Gottchen, ist das ein Wunder. Alles auf meine Planeten, du. Sind meine Planeten so beliebt? Hätte ich ja gar nicht gedacht. So. Solange es meins ist, kann ich es auch sowieso mitnehmen. So, hier hinten irgendwo. Da unten, alles klar. Hätte ich gerne. Gib mal her. Truhenartefakte sind das, ne? Ne, Zepterartefakte. Ach so, alles klar. So. Dann haben wir noch einen, und zwar auf Schooler. Der Planet, den wir endlich Terrascore 3 verliehen haben. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf, muss ich gestehen. So, Schooler haben wir hier, da ist aber noch einer, ne, der angezeigt wird. Angeblich. Finde 3 Zepter-Artefakte. Nö, ich muss sie nur zu Cast 2 hinbringen. So, auch gleich wieder ein bisschen Kohle hier. Sehr schön. Bisschen Gewürze. So, hier gibt's das auch noch, und zwar wo bitte? Hier hinten irgendwo, was ist denn das eigentlich? Ich will's gar nicht wissen. Hier unten irgendwo soll das sein. Hä, wie jetzt mitten im Meer? Tatsächlich mitten auf dem Meer. Na super. Gibt sich aber einer Mühe. Zack, unsers. Du hast alle 3 Zepter-Artefakte gefunden, liefere sie jetzt auf dem Planeten Kast 2 ab. Alles Klörchen, machen wir. So, wo soll ich hin? Kast 2, ist das hier irgendwo hinten? Nee, ne? Doch, da, Kast 2. Echt jetzt? Liefere sie auf dem Planeten Kast 2 ab, anscheinend. Hm, na gut. Auch lustig, dass ich da hingeschickt werde, aber gut. Willkommen, du haben gehört, dass du 3 Zepter-Artefakte zu unserem Planeten bringst. Wir sind bereit, diese Fracht entgegenzunehmen. Wundervoll, ultimatives Wesen. Lieferung ist vollständig. Yay. Sehr schön. Immer noch nichts. Ich könnte kotzen. Kehre zum Planeten noch was zurück. Oh, ach deshalb, weil die Mission noch nicht abgeschlossen ist. Ich verstehe. Wo muss ich jetzt zurück? Hier hin, ne? Genau. So, 3 Zepter-Artefakte haben wir gefunden. Aber das war eine andere Spezies, wo ich die abgeliefert habe, ne? Naja. Oh, die Arbeit hast du brav getan. 160.000 und wir haben alles gemacht, was er wollte. Sehr schön. Handeln tut ihr sehr, sehr gut. Zahl. Weg. Fertig. Immer noch nichts. Eigentlich ein bisschen schade dann, ne? Wenn ich das jetzt nicht schaffen würde. Pass auf, 3 Missionen mache ich noch. Und wenn es nach 3 Missionen immer noch nicht fruchtet, dann breche ich ab. Weil dann ist das echt ein bisschen zu lang. Also, wenn es halt immer noch nicht fruchtet, tut's mir echt leid, aber... Nee, ist dann echt nicht. Also das ist mir dann echt schon zu doof. So, Missionen. Was jetzt? Finn, eliminiere infizierte Tiere auf dem Planeten Dolarka oder sowas. Alles klar, können wir machen. Machen wir gerne. Infizierte Tiere, wo muss ich hin? Zu dem Planeten ein Stück weit weg. Ein kleines Stück weit weg. Oh, guck mal, die haben den Planeten sich hier hinten gekrallt. Oh, was denn hier? Eine von meinen Kolonien. Ich wollte schon sagen, dass sie angegriffen wird oder so. So, Dolara, da muss ich jetzt gefährdete Tiere, irgendwie, mein Gott, infizierte Tiere töten, so. Oh, ich sag hier schon eliminierte Tiere, alles klar, weiß Bescheid. So, dann such mal. Dann such mal. Dann such mal, was ist denn? Mission beobachten, ja, eliminiere Planeten, eliminiere die Tiere. Radar. Oh, muss ich erst wieder auf dem Planeten weg und hin, oder was? Ich befürchte es, ehrlich gesagt. So, dann lade mal neu. Und jetzt? Sagst du es mir jetzt? Oder sagt man mir das jetzt mit Absicht wieder nicht? Kann es ja auch sein. Oder gibt es hier keine Tiere? Oh, ey. Doch, hier gibt es Tiere. Aber ob die infiziert sind oder nicht, das weiß ich nicht. Das ist das Problem. Hä? Wieso meldet sich denn mein Radar nicht? Oder soll ich die alle selber finden? Wo weiß ich denn, welche infiziert sind? Das weiß ich doch dann gar nicht. Hallo. Ja, ist doch voll gemein jetzt. Was soll die Scheiße hier?
Ja, toll. Der sagt mir gar nicht, welche Tiere infiziert sind und welche nicht. Ist der blöd oder so? Ist mir echt zu blöd. Danke, dass du mich empfängst. Mission. Hast du was? Sehr schön. Ich führe Bürger vom Planeten Lilimitus. Mach ich. Aber das hier streiche ich jetzt. Das hat schon wieder nicht funktioniert. Das hatten wir ja schon mal. Und da habt ihr mir irgendwas geschrieben, aber ich weiß nicht mehr, was es war. So, Bürger vom Planeten Lilimitus. Das ist doch die Riesenfliege, richtig? Das ist die Riesenfliege. Wo ist denn der Planet Lilimitus? Da hinten. Flieg wie ein Vogel. So, einmal kurz aufladen. Finde ich noch ganz hübsch. Ich find's echt geil. Wir haben gar keine Feinde mehr. Ich finde das echt super. So, Hallöchen. Einmal aufladen. Danke. So, dann suchen wir mal den Planeten. Lilimitus, da ist er doch. Oh, die sind schon in der Zivilisationsphase. Wenn ich mich nämlich recht entsinne, waren die noch Stammesphase, die Gorg. Ne, die Gorg waren mal Stammesphase. Tja, so schnell wendet sich das Blatt. Schön. Aber irgendwie sehe ich hier mal so gar keine Städte. Oh, hier gibt es nur noch Ruinen. Hier gibt es nur noch Ruinen. Pömpel, die Viecher. Sag mal, rechnet das Spiel vorher eigentlich auch nach? Hier gibt es gar keine mehr. Ja, toll. Hier gibt's nichts mehr, das geht nicht. Hier gibt's keine Gorg mehr, da sind nur noch Ruinen. Da steht zwar, die leben da noch, aber da waren ja nur Ruinen. Auf der Karte war auch nichts. Also verarschen kann ich mich selber. So scheiße. Manu, naja. So, vielleicht haben die ja eine Mission. Komm, 3 Stück will ich noch machen. So, das Maximum, was ich mache. So. Mission. Sehr schön, was willst du? Vernichte 5 als hier vorgesehene Hühner? Hühner, tatsächlich, es gibt Hühner. Hühnerkreaturen auf dem Planeten hast du nicht gesehen. Wenn du mir sagen könntest, wo der ist, wäre das auch schön, ne? Hühnerplaneten auf dem Planeten. Ach, da hinten, Herr Kute, alles klar. Zoom, flieg! Flieg und lande! Lande! So, gut. Ach, Gott sei Dank, das wird angezeigt. Ich hatte gerade schon Sorge. So. Hier haben wir 1. Ach, ich brauche ja den Laser, ne? Genau. Tot. Hi. So, haben wir noch 1. Genau, hier hinten irgendwo. Da hinten irgendwo ist noch 1. Da unten. So. Hier gibt's noch 1. Noch 1. Oder nicht? Oh, das ist hier hinten. Ah, das ist hier hinten. Verzeihung. Ist auch 1. So. Gut, getötet. Dann jetzt hier hinten. Ach, hier unten. Fertig. Super. Finde ich schon mal schön. Hihi. So, gut. Dann lass uns mal weiter düsen. Oder warte, ich habe eine andere Idee. Ich mache jetzt noch diese eine Mission und danach mache ich mal was anderes. Dann probieren wir mal was anderes. Dann geben wir unser Geld mal ganz drastisch aus. So, Hallöchen. Ich hab's gern getan. Und immer noch keine Plakette. Alles klar, weiß Bescheid. So. Dann, Handel. Wie viel kostet bei euch jetzt ein Kolonie- und Fassbar-Paket? Hier. 150.000 ist mir auch zu teuer. Also ich habe schon für 95 gesehen. Das ist schon so ein Mindeststandard, würde ich sagen. Bei denen. Wie viel kostet denn bei denen ein Kolonie- und Fassbar-Paket? Hey, yo! Da, Hallöchen. Handeln. 97.000, ja komm, gib her. Oh, ich kann maximal 2 Stück kaufen. Einmal, ein Schlag. Geht da? Ey, wo sind denn die? Weg. Na toll. Super. Na toll, ey. Naja. So, hier vielleicht noch. Habt ihr auch Kolonie- und Fassbar-Pakete? So ganz eventuell. Hallöchen, Hallöchen. Handeln, Kolonie- und Fassbar-Pakete. Wie sieht's aus? Tatsächlich, aber die kosten natürlich... Ne, Loyalitätsverstärker ist das. 112, ja, komm, gib her, ich hab Geld. Komm, gib her, ich hab Kohle. So. Da gibt's nix, da ist nur eine scheiß Stammesphase, interessiert mich aber nicht. Jetzt sind nämlich wir da. Den Planeten hole ich mir jetzt. Ich möchte einfach nur ein paar Planeten ins Kolonisieren. Zwar auf denen es halbwegs gut aussieht. Alter, das sieht aus wie Haut. Oberfläche sieht grauenhaft aus, aber naja. Was denn? Sternsystem hat bereits eine... Oh, eine intelligente Spezies. Ach, oh. Aha. Naja, egal. Dann halt nicht. Wo habe ich denn andere vielleicht halbwegs geeignete Planeten? Besetzt, besetzt. Auch besetzt. Besetzt, besetzt, besetzt. Echt jetzt alles besetzt hier? Auch besetzt. Auch besetzt, wollte ich mich ärgern. Besetzt, besetzt, besetzt. So, das ist nicht besetzt, das Bütchen. Oh, ja, nicht besetzt, sehr schön. Aber es ist bestimmt ein Drecksplanet, oder? Oder?
Ja, ich glaube, es ist ein Rexplanet. Naja, egal, ich will ja nur schnell Kolonien pflanzen. So, schnell hinpflanzen. Oh, geht nicht. So, schnell, pflanzt es dahin. So, sehr schön, dann können wir hier auch wieder abhauen. Ja, ja, mach mal. So, jetzt haben wir hier auch, haben wir hier auf jeden Fall schon mal eine Kolonie. Und dann suchen wir uns mal gleich die nächste. Ich sag mal so, wir suchen zwar den nächsten Stern. Wir können ja vielleicht auch, einfach mal nach hier hinten ein bisschen ausweiten, ne? Das geht ja auch. So, sehr zwei. Ja, toll, hier sind schon welche, ey. Schweine. So. Auch besetzt, auch besetzt, auch besetzt. Boah, ey, du findest kaum was, was frei ist, ehrlich. So, wie sieht's hier aus? Frei. Oh, sogar mit Tierchen, sehr schön. Ich meine etwas. Vika. 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 Hallo, Vika. So. Los, pflanz dich. Sehr schön, noch eine Kolonie hier. Ja, 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 ja. Ja, endlich ein Abzeichen. Ja, ja, geschafft. Ja, ja, geschafft. Geil, geschafft. Reich 4, du hast dich in 22 Sonnensystemen ausgebreitet. Was wir kriegen, ist mir scheißegal, aber... Ja, Kriegsheld, erreiche die Meisterplakette Stufe 10 als Krieger. Ja, ja, Mann. Ja, feiern, feiern, feiern. Glückwunsch, du hast dir die höchstmögliche Stufe verdient. Du bekommst den Titel... Was? Omnipotent. Gut gemacht. Ja, Baby. Yes, Mann. Buhu! Und wir feiern und wir feiern, Leute, denn wir haben's geschafft. Yay! Yeah! Geile Sache. Richtig geile Sache. Super. Ja! Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Oh, ist das schön. Glaubst du gar nicht. Geil. Super geil. Oh, wir haben's geschafft. Puh, das war aber knapp. Aber immerhin. Oh, geil. Super, super Sache. Super, super Sache. So, jetzt machen wir erstmal aus dem Planeten noch einen Superplaneten. Haha, pass mal auf, du. So, aus dem Planeten machen wir noch schnell einen Superplaneten und dann haben wir's. Dann ist gut, dann höre ich auch auf. So, gehen wir mal zu der einzig existierenden Stadt, die ich noch besitze. Ist die voll ausgebaut? In der Tat. In der Tat. In der Tat, kein Platz für weitere Gebäude. So, dann hier hinten bitte mal hinfliegen. Zwei Stück haben wir nämlich noch frei und ich hätte gerne noch ein nettes kleines Koloniechen. Und zwar dorthin jetzt. Schnell, bau dich auf, mein Freund. So, sehr schön. Hallo, da. So, dann bauen wir das auch mal aus. Und zwar ein Unterhaltungsgebäude. Ein Häuschen und noch ein Häuschen. Hey, ich wollte da noch ein Häuschen hinsetzen. So, dann leider Gottes aber auch eine Fabrik. Buh, buh, ihr kennt mich mal. So, hier einmal, dann hier noch ein Haus. Ey, kann ich mal richtig setzen hier. Ich bin so aufgeregt, ich freue mich nämlich so dolle. Hier noch ein Haus, hier nochmal... Oh, da ist die Fabrik traurig. Na gut, dann hier nochmal das hin. Anschließend... Hier noch ein Haus hin und dann noch hier mal flott ein Haus hin. Dann noch ein Unterhaltungsgebäude hier hin. Und das Ding, noch eine Fabrik dahin. Und dann ist auch kein Platz mehr. So, dann rüsten wir mal aus, was geht. Zack, zack, zack. Und hier nochmal. Und da nochmal. Und da nochmal. Und hier nochmal. So, die Stadt wäre völlig fertig. Eine super Stadt haben wir gleich errichtet. Dann hätte ich unten gern noch eine. Oder nee, machen wir lieber hier vorne, das ist sogar besser. Sieht nämlich hier ein bisschen hübscher aus. Guck mal, hier war nämlich, glaube ich, sogar früher eine, so wie es aussieht. Na komm schon, ladet auf. Ja, dann laden wir schneller hier, Kollege. Lade schneller, lade schneller. Na, so haben wir es. So, sehr schön. Und? Oh, geht gar nicht. Geht das gar nicht? Es geht ja gar nicht hier auf dem Platz, warum nicht? Doch, hier geht's. Komisch, naja. Oh, dann bau mal! So, super. Dann, Hallöchen. Wollen wir euch auch mal ausbauen? Ich habe ja das Geld. ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. So, setzen wir hier nochmal das hin. Ja, das ist ein bisschen traurig hier, ne? Pass auf, setzen wir hier nochmal das hin. Anschließend hier ein Häusle. Anschließend dort ein Häusle. Und anschließend dort ein Häusle. Und anschließend hier eine Fabrik. Dann noch gerne ein Häusle zu der Fabrik. Und weil ich es kann, einfach... Hier vielleicht, dann ist aber zwei Minus und hier haben wir noch ein Minus nochmal und hier nochmal. Sehr schön und dann jetzt noch die Außenposten. Hier geht irgendwie keiner, weiß Gott warum. Vielleicht ist da ja schon einer, kann ja sein, weiß ich nicht. So, hier nochmal, hier nochmal. Wie sich alle feiern, ist das super. Und nochmal, so. Gut, damit haben wir das auch fertig. Das ist jetzt definitiv alles perfekt ausgebreitet. Und dann suchen wir uns mal gleich die nächste Kolonie in der Nähe und rüsten die auch mal ordentlich hoch. Welche haben wir denn? Aber eine gute Kolonie, ne? Eine gute. Skula haben wir schon hochgerüstet. Wie sieht's denn hier mit den beiden aus? Fördern die überhaupt auch noch Gewürze? Also alles, die Gewürze fördern? Genau. Alle, die Gewürze fördern, baue ich aus. So, sehr schön.
Hallöchen, Leute. So, ich bin jetzt aber auch nichts anderes aus. Wie sieht's denn aus? Habe ich vielleicht irgendwas, was ich loswerden kann? Nicht wirklich, ne? Die gibt's hier schon, wa? Oder? Allesfresser, Hyrule? Nee, gibt es nicht. Doch, gibt es. So. So, ein nettes Koloniechen haben wir hier. Ich würde sagen, da bauen wir mal ein bisschen aus. Das ist zwar jetzt traurig, aber es ist mir auch scheißegal. So. Hier macht das mehr Sinn. Ein Haus hätte ich ganz gerne noch. Hier hinten macht es keinen Sinn. Hier schon eher. Und leider aber Fabriken über Fabriken hier. Ehrlich, ey. Immer das Gleiche. So, hier setzen wir mal eine Fabrik hin und anschließend hier ein nettes Häuschen. Und hier auch ein nettes Häuschen. Jetzt haben wir da hinten noch einen Platz frei. Da setzen wir dann sogar noch ein Unterhaltungsgebäude hin. So. Dann mal hier machen. Terraskot zu niedrig. Ach Mensch. Naja. So, was ist denn aus mit... Wie sieht's denn aus mit Einkaufen? Ich muss jetzt geldlos werden. So, Handel. So, weg damit. Und weg damit. Und weg damit. Und auch anschließend noch weg damit. So, oder? Warte mal. Nein, weißt du, was wir tun? Wir tun jetzt etwas. Megabombe, Antimaterie. Interstellarer Antrieb 5, verdammt, kostet so viel. Naja, egal. Ich mache jetzt was. Und zwar, Reparaturset brauche ich ja nicht. Mega-Energiezelle. 3 Stück ist mir zu wenig. Oder gibt's das jetzt nicht mehr? Energiezelle normal. Na gut, nehmen wir davon auch noch 5. So. Wir reisen jetzt zum Mittelpunkt der Galaxien. Ja, so seltsam das jetzt auch klingen mag. Ich möchte das mal tun. Heißt ja mal, gelange zum Mittelpunkt der Galaxie. Und ganz ehrlich, das werden wir jetzt auch tun. So, wir sind nämlich hier relativ am äußeren Rand. Und hier ist die Mitte und genau da will ich hin. Deshalb, los geht's, Freunde. Auf geht's nach, zu der Reise. Und wir gucken auch nur, wir machen da nichts. Also so ist es ja nicht. Ich will nur mal wissen, was da ist. Oh, toll, hier komme ich gar nicht hin, wa? Oder, kann man da hinreisen? Kannst du nicht, ne? Musst du auf dem Weg dahin. Oh, ist ja scheiße. Wusste ich nicht. Verdammt. Ist ja scheiße. Und lass mich mal schnell noch aufladen. Jetzt habe ich ein bisschen blöd... Oder warte, nee, ich nutze das mal aus. Ich lade lieber erst ab dort hinten auf. So, ich gehe mal zu der Kolonie, bei der kann ich aufladen. Hallöchen. Kolonie. Kolonia, Kolonie, was auch immer. So, Hallöchen, lad mal auf. So, denn... Wollen wir es wagen und tatsächlich losgehen auf die Reise zur Galaxie? Denn los. Wagen wir es. So, hierhin, anschließend hierhin. Dann hierhin, hierhin, hierhin. Dahin, 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 dahin. Dahin. Jetzt. Warte, warte, da komme ich noch nicht hin, ne? Hier ist auch noch zu weit, hier ist auch zu weit, hier ist auch zu weit. Da kann ich aber hin. Und dann kann ich auch dorthin. Dann hierhin. Na, geht das nicht? Doch. Hierhin. So, wie sieht's aus? Wie weit sind wir? Okay, noch ein ganzes Stück, du. Hier würde ich... Ich würde gerne nach da. Dann nach hier. Nach hier. Nach da. Nach da. Und nach da. Komm schon, ich weiß, dass du's kannst. Unseren Verbündeten gehen wir jetzt richtig auf Reisen. Du. Wir machen jetzt richtig Urlaub, du. So. Ich glaube, bis zur Mitte der Galaxie gibt's immer weniger Sterne, habe ich das Gefühl, ne? Also ehrlich, so habe ich irgendwie das Gefühl. So, wie sieht's aus? Und noch ein ganzes Stück, du. Noch ein ganz schönes Stück. So, einmal hier hin. Und hier komme ich dann gar nicht mehr weiter, ne? Nee, Mist, das heißt, ich muss da hinten hin. Okay. Dann hier hin. Hier hin. Dann mal hier hin und hier hin. Und dann an den äußersten Stern, ne? Genau, und dann kriege ich hier wieder Anschluss. Sehr schön. Zack und zack. Und hier hin. Dann kommen wir jetzt auch hier auf der Straße weiter, auf der Sternstraße. So. Was ist denn das? Entfernung. Ach, das ist so ein Ding, mit dem wir reisen können. Ach so, okay. Alles klar. So, noch ein gutes Stück, noch ein gutes Stück. Uiuiuiui, das ist aber auch mega hier. So, ich habe ja noch kleine Energiezellen, ne? So, und nochmal aufladen. So, wohin jetzt? Auf der Route weiter, sehr gut. So, hierhin. Komme ich da noch nicht hin? Entfernung ist noch zu viele Lichtjahre entfernt, verdammt. So, hierhin. Hierhin. Na, komm schon, dann nicht. Hierhin. Hierhin. Wo darf ich hin? Hier darf ich hin. Kann man jetzt hier schon abbiegen? Ich glaube schon, ne? Lass uns doch mal hierhin. Geht das? Bitte, bitte, bitte. Nee, geht nicht. Zu weit weg, verdammt. Na gut, dann gehen wir halt den Weg. So, hier einmal hin. Einmal hierhin. Einmal hierhin.
an wie vielen Völkern wir wohl jetzt schon vorbeigerauscht sind, du. Ah, super. Ich find's echt toll. So, wohin jetzt, um genau zu sein? Hier noch rein, ne? Das Zentrum des Universums ist dort. Hihi. So, hier hin. Dann... Oh, jetzt wird's langsam echt eng hier. Oh, ich glaube, hier gibt's gar nichts mehr, wa? Hier können wir noch hin. Dann hier hin. Und dann... Na, dann dahin. Dann dahin. Jetzt hier hin. Hier hin. Ich gehe lieber mal den Weg hier. Ich weiß, es ist irgendwie sicherer, finde ich. Reisen, reisen, reisen. Ist das nicht toll? So, hier hin. Hier hin. Hier hin. Geht das schon? Nee, ist immer noch zu weit weg. Hier hin. In welche Richtung? Warte, ich will schon gucken, ne? In die Richtung da. Geradeaus runter. Hier jetzt. Okay. So, dann nach hier bitte. Hier sind aber auch echt viele Sterne hier in der Nähe. Also es ist mehr als bei uns da außen am Rand. Hier hin. Zur Mitte der Galaxie, bitte. Dahin. Dann hier hin. Oh, wo gehe ich denn jetzt lang? Ich glaube, ich muss hier über die Brücke, wa? Gehen wir mal hier hin. Gehen wir dann mal hier hin. Von da nach da. Nach hier komme ich doch bestimmt auch gleich, oder? Oder? Gott, ist doch gar nicht so weit weg. Laber doch nicht. Red doch keinen Stuss. So, jetzt komme ich dahin. Jetzt komme ich auch... Wow! Was denn jetzt? Wenn du dich dem Kern der Galaxie näherst, wird es schwieriger, einen Kurs durch die Anziehungskräfte der dichten Sternhaufen zu finden. Deine Reichweite wurde verringert, um höhere Präzision zu ermöglichen. Hä? Wie jetzt? Meine Reichweite wurde verringert. Was soll denn der Scheiß jetzt? Ich will da jetzt aber in die Nähe hin. Was soll denn der Scheiß jetzt hier? Glaub's nicht, ich komme nicht mal mehr dahin. Oh. Eintreffendes Funksignal vom Groxreich. Oh, nee. Wir sind bis nach hier gewandert. Nee, hab ich gar keinen Bock zu, ehrlich nicht. Wie weit muss ich, wo soll ich denn jetzt hin? So, hier hin dann. Dann hier hin. Dann dahin. Was ist? Konrad, oh, die mögen uns alle nicht, warum nicht? Ich bin doch gar nicht so gemein. Hä, wohin denn jetzt? Kind ist ja angeblich zu weit weg. Ist ja gut, ich höre ja auch. Was wollen die denn? Auch eine Kriegserklärung? Oh nee. Och nö. Och nö. Ich will keinen Krieg jetzt. Echt nicht. Ja, willst du mich jetzt verarschen oder was? Alter. Mach mal hier keinen Scheiß. Mann, mach keinen Scheiß. Wow. Alter, war das laut. Wir sind Krieg, kannst du uns... Och Mann. Lass mich doch in Frieden. Och Mann, dann halt nicht. Ich wollte in die Mitte der Galaxie, aber es funktioniert nicht. Wir werden erstens hier aufgehalten, zweitens... Deine Anführungskraft wurde verringert. Das hat ich schon mit Absicht gemacht, damit man nicht so leicht jetzt in die Mitte der Galaxie kommt, sondern damit man jetzt ordentlich durchpfeffern muss und wirklich Planetchen für Planetchen die ganz dichtesten erobern muss, um so eine Route da durchzuschlagen. Finde ich ein bisschen scheiße jetzt. Das finde ich dem. Ich hätte schon gern gewusst, was da ist in der Mitte der Galaxie. Naja, ich komme da jetzt nicht raus. Bevor ich da rauskomme, bin ich tot. Naja. Na gut, so. Ja, wow. Ich würde sagen, wir sind fertig mit dem Spore-LP. Boom! Wow, geschafft. Super. Wir haben es echt geschafft, Spore durchzuzocken. Wir haben komplette Leiste voll. Könnt ihr es weiterspielen? Ja, ich könnte alles. So. Wie gesagt, Mitte der Galaxie. Hat es jemand von euch schon geschafft, in die Mitte der Galaxie zu kommen? Das wäre sehr interessant. Dann schreibt bitte, bitte in die Kommentare, was es da ist. Das würde mich sehr interessieren. Und vor allem, was ich auch sagen kann, ja, ich finde super, das Spore-LP hat mir viel Spaß gemacht. Danke für eure Hilfe. Ihr habt mir immer wieder so ein paar Tipps gegeben. Nee, mach mal das und das und das. Fand ich super, hat mir sehr geholfen, fand ich echt super klasse. Und ja, ich verabschiede mich dann damit für immer aus dem Spore-LP. Tja, wir hatten ja schon mal so ein vorzeitiges Ende, aber das haben wir abgebrochen. Ja, so, wir haben es dann endlich geschafft mit exakten 100 Folgen. Ich glaube, wenn ich so normal vorausrechne, wären das 107 geworden. Aber nein, Folge 100 ist ein extra Special, deshalb bam. So, ja, vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Bitte, bitte, bitte schreibt in die Kommentare erstens, was sich in der Mitte der Galaxie befindet. Und zweitens, was ihr von dem Spore-LP haltet, wie ihr es findet oder fandet, was euch gut gefallen hat, was euch nicht so gut gefallen hat und was, wirklich, was war für euch das Highlight, das ultimative Highlight im Spore-LP. Schreibt mir das mal unbedingt in die Kommentare, das würde mich wirklich auch sehr interessieren, was für euch das absolute Mega-Highlight sagt, wo ihr sagt, boah, das war für mich die Nummer, die war so so sagenhaft geil. Das wäre wirklich schon sehr, sehr interessant, das würde mich auch sehr interessieren, ne, so nebenbei mal erwähnt. Und von daher, schreibt es mir in die Kommentare.
Und ja, ich bedanke mich sehr, sehr, sehr dolle, wie gesagt, fürs Zusehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Projekt. Danke fürs Zusehen, arrivederci und tschüss. Oh Gott, ich werde gleich sentimental. So, bis dann, ciao.